Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, Exzellenzen, Gäste aus ganz Europa und darüber hinaus, lieber Volker Kauder, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen aus dem Europäischen Parlament, aus dem Deutschen Bundestag, aber auch aus vielen Parlamenten, aus den Landtagen hier in Deutschland. Ich freue mich auch über viele ehemaligen Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung, auch über die Fraktionsgrenzen hinaus. Ich freue mich, dass Sie alle da sind heute. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen in unserem Fraktionssitzungssaal in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu unserem 8. energiepolitischen Dialog. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, wieder mal da sind in unserer Runde hier. Und wir haben heute wieder mal das Thema Europa auf der Agenda. Und ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, als Sie unseren Saal hier betreten haben und durch den Gang hier gelaufen sind, die Bilder, die an der Wand hingen. Da waren unsere ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, da war Konrad Adenauer mit dabei, Helmut Kohl, aber auch Wolfgang Schäuble. Das waren alles Menschen oder sind Menschen, die sich der europäischen Idee verschrieben haben, die für Europa gekämpft haben, für die europäische Einigung und die, glaube ich, auch wie ganz, ganz wenige in der Politik sich auch der europäischen Idee verschrieben haben. Und so wollen wir heute uns auch wieder mal mit dem Thema Europa beschäftigen, weil die großen Reden über Europa sind, glaube ich, fast schon alle gehalten. Ich glaube, Europa wird sich die nächsten Jahre mehr denn je daran beweisen, wie wir in der Tagespolitik auch versuchen, zusammenzuarbeiten, die richtigen Lösungen zu finden. Und das, was hier auch auf unserer Wand steht, nämlich für Innovation, für Wohlstand, für unsere Menschen in Europa gemeinsam zu kämpfen, auch das macht die Energiepolitik der nächsten Jahre, glaube ich, mehr denn je aus. Und deshalb wollen wir uns diesem spannenden Thema heute widmen. Ich freue mich, dass auch, das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes heute, dass so viele Freunde und Gäste aus ganz Europa da sind und gemeinsam mit uns die richtigen energiepolitischen Weichenstellungen zu diskutieren. Deshalb Ihnen allen nochmal ein herzliches Willkommen hier in der CDU-CSU. Ja, meine Damen und Herren, am Wochenende gab es in der Schweiz eine Volksabstimmung und 54,2% der Menschen, die abgestimmt haben, es waren leider unter 50%, die abgestimmt haben, aber immerhin diejenigen, die dabei waren, haben sich für einen Verbleib der Kernenergie in der Schweiz bis 2050 ausgesprochen. Jetzt will ich gar nicht über das Thema diskutieren, ob das vernünftig oder nicht vernünftig ist. Es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen, auch hier in diesem Saal. Doch ich glaube, dass wir aus der Entscheidung einiges nochmal für uns auch erkennen müssen. Erstens müssen wir sehen, dass andere Länder andere energiepolitischen Weichen stellen und auch anderen energiepolitischen Mix für die Zukunft für sich vorsehen. Und das müssen wir, und das ist vielleicht etwas auch, was für uns Deutsche manchmal schwierig ist, aber das müssen wir auch anerkennen und das müssen wir auch sehen. Und es gibt auch nicht die einzig allein machende glückliche Energiepolitik für die Zukunft. Und ich glaube, dass umso mehr diese Erkenntnis zeigt, dass wir uns abstimmen müssen, dass wir einen europäischen Rahmen brauchen und dass wir miteinander reden müssen, um die beste Energiepolitik der Zukunft auch ringen müssen. Und der zweite wichtige Punkt, der für mich nochmal entscheidend ist, egal wie jetzt die Franzosen, die Polen, die Schweizer, die Österreicher sich die nächsten Jahre entscheiden werden, wir müssen zeigen, dass unser Weg, von dem wir überzeugt sind, auch der richtige ist. Und wir müssen beweisen, dass der Weg, den wir uns vorgenommen haben, auch wirtschaftlich bezahlbar, innovativ, sicher und umweltfreundlich ist. Auch das ist unser Ansporn für unsere Energiepolitik, weil wir sind uns bewusst, dass wir in den nächsten Jahren einen enormen Energiehunger erleben werden in der Welt und dass wir den Anspruch für uns haben, dass wir diesen Energiehunger effizient und nachhaltig befriedigen. Und ich glaube, dass die deutschen Technologien hier in den letzten Jahren immer einen guten Beitrag geleistet haben und auch das in Zukunft tun sollten und dass wir hoffen, auch dadurch unseren Wohlstand, unser Wachstum noch einmal zu sichern. Und damit nicht nur etwas Gutes tun für Deutschland, sondern auch für Europa. Und darüber hinaus ist unser Anspruch für die Energiepolitik, für die Energiewende. Und darum wollen wir auch heute diskutieren und gemeinsam mit Ihnen sprechen. Ich freue mich auf 4 spannende Stunden jetzt gemeinsam mit Ihnen. Wir haben uns 2 oder 3 spannende Themenkomplexe vorgenommen. Wir wollen zuerst mal über das Thema europäischer Strommarkt reden. Ich glaube, auch das ist diese Woche sehr, sehr wichtig und richtig, weil wir diese Woche am Mittwoch einen Vorschlag von der Kommission vorgelegt bekommen. Das Winterpaket zum Strommarkt, wo ganz, ganz wichtige Fragestellungen auch für uns nochmal adressiert werden. Wir wollen uns die Fragen stellen nachher,
wie der Zubau von erneuerbaren Energien weiter vorangehen kann, wie wir auch die europäischen Vorteile für uns besser nutzen können, sprich, ob es sinnvoll ist, dass wir in Hamburg ein Solarpellet aufstellen oder dass wir sagen, wir wollen lieber in Spanien oder Italien hier mehr Solarenergie vorantreiben. Das macht vielleicht unterm Strich dann für Gesamteuropa, für unseren Wachstum und Innovationsstrategie dann auch mehr Sinn. Auch das sind spannende Themen, die wir heute adressieren wollen. Wie speisen wir zukünftig erneuerbare Energien stärker ein? Wie schaffen wir es, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten? Und wir schaffen uns auch, unsere Kapazitäten zu sichern. Gibt es gemeinsame Kapazitätsmärkte? Gehen wir den Weg der letzten Jahre eher abkoppelnd voneinander? Oder wollen wir auch wieder grenzüberschreitende Zusammenarbeit tätigen? Auch da sage ich ganz offen, die Entscheidung, dass wir Österreich eventuell von unserem Markt abkoppeln, ist der falsche Schritt. Dass wir Phasenschieber einschieben zwischen Polen und Deutschland, ist ebenfalls der falsche Schritt. Wir müssen hier eher mehr die Märkte zusammenbringen, dass wir auch hier voneinander profitieren und gemeinsam auch hier die Energiepolitik der nächsten Jahre gestalten. Der nächste Höhepunkt des heutigen Tages wird dann ein Auftritt sein von, oder eine Rede sein von Peter Altmaier, unserem Energieexperten in der Bundesregierung, dem Chef des Bundeskanzleramtes. Er war ja viele Jahre Umweltenergieminister. Insofern bringt er sich heute noch als bündelndes Element in der Bundesregierung ebenfalls in die Energiepolitik ein. Ich freue mich, dass er nachher noch zu uns sprechen wird. Und ich freue mich ebenfalls, dass wir eine dritte Runde haben, in der wir sprechen werden über die Diversifizierung unserer Energieversorgung, dass wir stärker auch uns unabhängig machen, dass wir uns auch verlässlicher machen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben dazu ebenfalls wichtige Experten da, die über die Fragestellung reden, wie wollen wir unsere Gasversorgung sichern. Nord Stream wird ein Thema sein, Nord Stream 2, aber auch South Stream, Turkish Stream, TANAP, TAP, all die großen neuen Wege, die nächsten Jahre auch unsere mitteleuropäische Energieversorgung sichern sollen. Auch das ist eine spannende Frage, die nicht nur in der Energiepolitik einen Schwerpunkt dann haben werden, sondern auch in der geostrategischen Positionierung, wie wir mit unseren Nachbarländern umgehen, mit Polen, mit Ukraine. Auch da spielt Energiepolitik nur eine Frage der Energieversorgung eine Rolle, sondern auch der Frage, wie stellen wir uns auch mit unseren Partnern gemeinsam zu den Herausforderungen der nächsten Jahre danach auf. Ich freue mich, dass wir viele gute Experten heute bei uns haben. Ich freue mich über all diejenigen, die heute Nachmittag und heute Vormittag mit dabei sein werden in den Panels. Wir haben Freunde aus Frankreich da mit Jérôme Pégresse von GE Renewable Energy. Wir haben Alberto Potocnik da aus Italien, der heute in Ljubljana, in Slowenien, die europäische Regulierung mit als Direktor leitet. Die beiden werden nachher einführen, das erste Panel. Wir haben Wolfgang Anzengruber da aus Österreich von der Verbund. Lex Hartmann, ein Niederländer, der eine deutsche TSO leitet mit der TenneT. Wir haben dann Herbert Reul da, unseren Kollegen aus dem Europäischen Parlament, der aus dem Bergischen Land kommt, auch einem Teil Europas, mitten in Europa. Auch über ihn freue ich mich sehr, dass er heute da sein wird. Wir werden dann noch Spencer Dale da haben im zweiten Panel von Großbritannien, von BP, Ulf Heidmüller von Verbundnetz AG und dann noch Herrn Mamadevov von SOKAM von Aserbaidschan und Janusz Reiter, früherer Botschafter von Polen und heutig Leiter der Center of International Relations in Warschau. Und last but not least Frau Mechthild Würsdorf von der EU-Kommission. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen, für Ihre Beiträge. Wir freuen uns auf die Diskussion. Und natürlich wird in gewohnter Weise Klaus Stratmann, unser Energieexperte der Presselandschaft hier in Berlin, die Moderierung übernehmen. Vielen Dank auch dafür. Ihnen allen nochmal herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf einen spannenden Tag gemeinsam mit Ihnen. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Veranstaltung ein bisschen die Grundlage legen können, für Gemeinsamkeit in Energiepolitik und wieder etwas mehr Verständnis füreinander aufbauen, gemeinsame Lösungen finden. In diesem Sinne freue ich mich auf einen spannenden und interessanten Tag. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich freue mich jetzt auf die Einführung unseres Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Herzlich willkommen nochmal und du hast das Wort. Dankeschön. Lieber Thomas Bareis, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Experten aus ganz Europa. Ich bin heute Morgen hierher gekommen, obwohl ich normalerweise nur zu Kongressen kommen kann, weil wir haben so viel Gespräche und Reihen zur Wirtschaft und vielen anderen Fragen,
dass ich, wenn ich überall selber hinginge, gar nicht mehr genügend Zeit hätte. Aber heute habe ich mir dies vorgenommen, weil es einmal dieser energiepolitische Dialog ein besonders wichtiger Dialog ist und zweitens, weil ich auch Thomas Bareis, der diesen energiepolitischen Dialog schon seit in der ganzen Legislaturperiode führt, einen Dank sagen möchte für diese Arbeit. Wir haben in der Politik einige Felder, Aufgaben, die sind besonders schwierig. Komplex in der Sache, politisch unterschiedliche Auffassungen. Aber seit ich im Deutschen Bundestag bin, und es sind nun bald 27 Jahre, habe ich kein Feld erlebt, wo man sagen kann, so vermint wie die Energiepolitik ist kaum irgendetwas bei uns in Deutschland. Schon früher, wo es eigentlich gar keine Probleme geben sollte, gab es Diskussionen, da war die kleine Wasserenergie, da waren Kolleginnen und Kollegen an diesen Dingen beteiligt. Und wenn man sich gefragt hat, warum ist das so vermint, war schnell klar, dass es in der Energiepolitik immer auch unterschiedliche Interessen gab. Und diese Interessen sind jetzt, wo wir uns auf den Weg der erneuerbaren Energie gemacht haben, noch viel deutlicher geworden als früher. Ich war immer der Meinung, Energiepolitik hat in erster Linie für Energie zu sorgen. Ich glaube, das wäre auch heute noch der richtige Ansatz. Aber heute geht es dann darum, ob es ausgewogen ist. Im Süden sagen sie, keinen zweiten Länderfinanzausgleich für die Windräder im Norden. Machen wir unseren Strom selber. Ist nur deswegen schwierig, weil der Strom im Norden wesentlich leichter durch Wind zu erzeugen ist als im stillen Schwarzwaldtal beispielsweise. Oder es heißt, wir brauchen natürlich auch die Bioenergie, weil sie grundlastfähig ist. Aber zur gleichen Zeit ist es natürlich auch eine strukturpolitische Maßnahme für Landwirtschaft. Und so kommen die unterschiedlichsten Interessen zusammen und die machen es immer noch schwerer, in der Energiepolitik voranzukommen. Und dann haben wir in Deutschland einen Weg beschritten, der natürlich nicht unumstritten war, aber es hat keinen Sinn, den Blick zurückzuwerfen, sondern in die Zukunft hinein und zu sagen, wie können wir diesen Weg erfolgreich gehen. Und natürlich fragt man sich, warum ein solches Thema mit einer solchen Bedeutung, das national kaum allein gelöst werden kann, nicht noch mehr zu einem Thema in Europa wird. Und Thomas Bareis hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir die europäische Zusammenarbeit dringender brauchen denn je. Und dies wird in eine Zeit hineingesprochen, wo Europa sich nun nicht wirklich durch konsequente Handlungsfähigkeit auszeichnet. In vielen Bereichen nicht. Und da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, wir sollten uns von diesem Europa verabschieden. Das Europa habe gezeigt, dass es nicht funktioniert. Da kann ich nur sagen, die These, dass Abschottung mehr Erfolg bringt als Offenheit, ist 100%ig falsch. Wir sehen ja schon die Entwicklung im Vereinigten Königreich, wie dort die These, wir machen es alleine ohne Europa, die ersten Auswirkungen zeigt. Und wir sehen auch jetzt schon, wie die These des zukünftigen amerikanischen Präsidenten, wir werden Zusammenarbeit im großen Weltbereich zurückfahren und Amerika zuerst dazu führt, dass Amerika für Produkte mehr bezahlen wird müssen und es wird eher die Ärmeren und nicht die Reicheren
treffen. Und deswegen ist der Appell von Thomas Bareis, zusammenzuarbeiten in Europa, so wichtig. Und ich bin außerordentlich dankbar, dass deshalb auch dieser Kongress stattfindet. Wenn bei dieser komplexen Situation ein Kollege über Jahre hinweg unangefochten in einer so großen Fraktion als Experte und verlässlicher Partner auch für viele Kolleginnen und Kollegen angesehen wird, spricht dies für eine außerordentliche Qualität. Lieber Thomas Bareis, dafür einen herzlichen Dank. Und dass dann auch noch alle wichtigen Mitspieler in diesem Bereich heute und nicht nur heute, sondern regelmäßig bei den Dialogen kommen, zeigt ja auch, wie sehr man deine Kompetenz schätzt und natürlich von dir erwartet, dass du für die richtigen Dinge auch die Mehrheiten in unserer Fraktion zusammenbringst. Das ist vielleicht noch die schwerste Aufgabe von allen, die zu erfüllen sein wird. Ich unterstütze dich dabei, weil ich weiß, wir brauchen eine Energiepolitik, die in die Zukunft hineingerichtet ist und eine Energiepolitik, die vor allem dafür sorgt, dass zwei Dinge erreicht werden. Erstens, dass wir zuverlässig und sicher Energie haben. Ein Wirtschaftsstandort wie Deutschland mit einer hohen, noch immer hohen, mit einem hohen produzierenden Anteil braucht natürlich Energie. Und selbst diejenigen, die sagen, der produzierende Anteil wird zurückgehen, müssen zugeben, dass auch die ganzen Computer nicht ohne Energie funktionieren, sondern dass genau auch der Ausbau im digitalen Bereich zu mehr Energie führt. Und natürlich freuen sich die Menschen auch jetzt gerade in der Adventszeit darüber, dass überall die ganzen Lichterketten und Lichtlein brennen. Und ich war doch einigermaßen überrascht, als mir Experten gesagt haben, in diesen 4 Wochen, wo 900 Millionen LEDs, die ja angeblich nicht so viel Strom brauchen, 900 Millionen LEDs in ganz Deutschland leuchten, für diese kurze Zeit wird so viel verbraucht, wie die Stadt Stuttgart in einem halben Jahr an Strom insgesamt verbraucht. Da sieht man auch diese kleinen Dinger, wo die Menschen wahrscheinlich meinen, die leuchten von Natur aus so, wird enorm viel Energie verbraucht, die erst einmal zur Verfügung gestellt werden muss. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hier sind, sich mit diesem Thema beschäftigen, mit einem Thema, das für uns alle von so existenzieller Bedeutung ist. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kauder. Herr Bareis und Herr Kauder haben jetzt die Probleme aufgezeigt, die wir in den nächsten paar Stunden allesamt abräumen werden. Aber wir werden uns jedenfalls bemühen, Licht ins Dunkel zu bringen. Und wir starten mit 2 Vorträgen, sammeln also schon mal Input. Und ich freue mich, dass Jerome Pécresse, Präsident und CEO von GE Renewable Energy, bei uns ist. Und er macht den Auftakt und hat das Wort. Bitte schön, Herr Pécresse. Good morning, dear CDU and CSU members. I'm delighted to be here with you today at this event surrounded by experts, colleagues and friends to speak to you about how together we can reach our common goal. And our common goal is to provide reliable, sustainable and affordable energy to help us power through the challenges of the future. Today we are all collectively at the confluence of 2 revolutions. In the energy world, we are in the midst of an historic transition from a centralized fossil-fueled world to a decentralized renewable-fueled world. We are at a seminal moment in that transition, when renewable power has reached grid parity in many parts of the world, including here in Germany, has surpassed grid penetration levels
that we believed were not possible, and where renewable is no longer the adolescent sibling to a mature fossil fuel brother. At the same time, and this is the second big change we are undergoing, the industrial world has embraced the digital world. The industrial Internet of Things is rapidly creating new paths to productivity, to reliability, and to longevity. It is also creating new business models, new value chains, and different competition. The digital industrial revolution has the power to change the way we run the world's core infrastructure, including in the energy world. And I think it's amazing for our generation to stand at the confluence of these two phenomena. Both are massively disruptive. They are moving at a faster pace than we ever imagined, and they have profound influence on the future of the people. The greatest challenge of mankind for this new century will be to powering the whole planet, while at the same time drastically reducing carbon emissions and continuing to lower the cost of energy. Harnessing the potential of the digital industrial revolution will help us to meet this challenge. To give you an example, simply by adding industrial internet software to existing coal-fired power plants around the world, we could reduce annual carbon emissions by 4.2%. This is equivalent to taking 250 million cars off the road. We have the same kind of figures that we apply with our software to the wind industry. Digital is one of the many aspects I would like to talk about with you today. As I said, we find ourselves in a fortunate position today. On the cusp of this energy revolution, with many innovations and benefits yet to materialize. New technology will ultimately see the democratization of energy. This is a trend we are already seeing. Individuals that are creating energy and selling it back to the grid. Skillful policy making, in particular here in Germany, has created investment and has created grid penetration. At the same time, competition among the players, technology, scale, have dramatically dropped the cost of electricity from renewable. Today, the fact of the matter is that onshore wind is one of the most competitive sources of electricity in the market in the world. At the same time, new business models and new power players are identifying new value propositions and investment opportunities. I mean, for example, we can combine wind, solar, and hydropower in new and innovative way. We can use data analytics to lower overall energy production costs, as for example in offshore wind. Innovation in offshore and onshore wind, in solar, in battery storage, in hybrid technology, in energy efficiency, in digitization is accelerating. We have seen, for example, offshore wind created here in Germany a totally new value chain over the last decade. And today, I mean, what at General Electric we keep seeing and saying is that renewable energy is mainstream energy, period. And while the renewable energy industry is one of the fastest growing sectors worldwide and for General Electric, much of that investment is happening elsewhere, beyond the border of this continent. If you look at 2015, renewable investments matched their all-time record. In 2016, wind and solar are beating investment in the world in fossil fuels by 2-1. I think the future for new coal projects is challenging, as China set its sights on cleaner air. And in its latest report, the International Energy Agency calculates that wind, solar, and gas could replace coal in the next 25 years. Developing countries attracted the majority of investment into renewable energy last year. I mean, I keep traveling around the world, and we see India being the most targeted country for companies like us, but we see Chile, Egypt, Mexico, South Africa, all featuring the top 8 locations in the world for renewable. Renewable is at the same time driving the electrification of Africa. I was in China last week, and China continues to develop solar, onshore wind, now offshore wind at a very fast pace, and China continues to build the largest hydro dams in the world. Still, Europe remains a special place for renewable. I mean, some of the most important advances in solar cell technology happened in European laboratories. German buildings were among the first solar adopters, from companies to residential areas and even on cathedral rooftops. In Central and Eastern Europe, the Danube provides 2.4 million homes with electricity generated from hydropower. This is why Europe is the home to General Electric's renewable efforts as well. Our global worldwide renewable energy business, which is around 10 billion euros of revenues, is headquartered in Paris,
Our offshore and hydro segments are based in France, but we have also here in Lower Saxony our European wind manufacturing center and the headquarters of our wind operation for Europe, Middle East, Africa. We have also in Munich our General Electric Europe Research Centers. Here in Germany, thanks to the introduction of feed-in tariffs in 1990, wind and solar got full access to the grid. Here in Germany, the Energiewende is showing that you can meet the needs of an economic powerhouse with large-scale solar and wind projects, and that you can adapt the overall economic and distribution system for that to happen. Other countries have followed your lead. I mean, we are very fortunate to have acquired our Salzburgen site in 2002. Germany is a demanding marketplace for wind, with high expectation and low wind speed. This has demanded innovation from GE engineers, who have now pioneered taller wind turbines with smaller generators, among other innovations. And thanks to this challenging marketplace here in Germany, we now export 50% of our wind turbines production globally at an even greater scale. This global drive behind renewables has amassed a compelling business case, a virtuous cycle of increasing capacity and lowering production costs through the value chain. As we have seen, intelligent and strategic policy is a key driver in growing the renewable business, and more importantly, in ensuring we hit the global climate change target. Stability and predictability of public policies are all critical to ensure the availability on long-term funding for the renewable industry, and this will continue. I mean, there is never a shortage of money to finance a large hydro plant or a large offshore wind farm. And what is critical is for this money to be available, we need stability of public policy. At the same time, the picture is changing, and future policy will increasingly drive down the need for subsidies. We see in Germany, in all European countries, energy auctions being the rule of the game. Energy auctions where countries seek fixed volume of renewable energy, and developers bid to provide renewable at the lowest price, and this is replacing the old feed-in tariffs everywhere. I think this will be a great change in continuing to drive competitiveness for renewable industry, and it's basically consistent with the fact that today, almost all renewable in most places of the world are ready for a subsidy-free world. Auctions are giving developers some longevity to innovate their financial models, and even in emerging markets, we see auctions happening everywhere in the world, from Chile to Brazil to India, and these auctions in emerging markets are delivering on many levels, from setting ambitious targets to boosting jobs. If you look at in India, national and state-level auctions put ambitious solar targets into action and creating jobs. If you look at Brazil, wind energy auction coupled with financing rules to encourage local content created job opportunities throughout the value chain. In total, the International Renewable Energy Agency estimates that around 8 million jobs was created last year in the renewable industry sector, not including 1.3 million in hydro. So this will continue. We also see now more and more in the world auctions where energies compete with each other, which is another factor of added competitive intensity and lowering renewable costs. At the same time, we see new forces at play. The energy landscape has changed irrevocably. Record and low investment in oil is set to continue and will severely curtail conventional supply. Even as the demand for oil from cars is diving, the number of cars is set to double in the next 25 years, thanks largely to the surge in biofuels and electrical vehicles. Customers are increasingly active, and the way we consume energy is changing. Utility companies are no longer the only players, and it's obvious here in Germany the business model for these utilities has drastically changed. When I started in the energy business, not long time ago, the only customer were these utilities. Today, we see all kinds of new power players in the market, from technology companies like Google's parent, Alphabet, which is seeking to power all its operations with clean energy sources, to major retailers like Amazon, which has become a major buyer of electricity from wind power. These early adopters are both providing crucial funding for innovation, while also helping the industry to grow and realize the advantage of scale. I mean, today, we develop as General Electric, for example, project in Sweden, where our role is not only to sell the turbine, but to negotiate directly with the buyer of the power that are being big data center in Scandinavia. So this is a drastic change of industry,
and this questions the fact on how the business model is going to change in the next 10 years and what is going to become progressively the role of utility customer. Disintermediation is taking place in the energy sector like in many others. So we see barriers being removed and we see intermediates disappearing for the market and new form of selling appearing. Renewable energy is also the most local form of power generation. Each market is different. Diversification is key, especially when it comes to designing support schemes. Policymakers must be mindful of this. And just looking at the sheer pace of change in clean tech, we must ensure two things. One, policy needs to remain flexible enough to allow for the kind of disruptive innovations that will help us hit our climate targets and reduce electricity costs. Second, we need to adapt the level of support to the maturity of the different technologies. Onshore wind today does not require much support in most countries of the world. Offshore wind is not yet at the stage of maturity of onshore wind, including here in Germany, and needs some form of continued support, in particular for innovation. Any regulation today should lay the foundation for the post-2020 era. It should take into account varying storage and demand, accommodate hybrid solutions, marrying traditional fuels and renewable and game-changing technology. It should help companies stabilize their revenues to clinch long-term investment. And I think this is one of the great opportunities you face as you will review the EU renewable directives and debate national policies to grow the share on renewable on the grid. The European Commission is expected to deliver a package of legislative proposals called the Winter Package, I think sometime later this week. We expect this package to reaffirm both aggressive targets for renewable in Europe and its priority dispatch into the grid. You cannot afford just to think a couple of years or a decade ahead. You must think beyond that. The energy industry is crucial to the functioning of our economies and more importantly to meeting our climate challenge. Therefore, we cannot afford to be short-sighted. Over the next decade, you must keep in mind that technology and cost competitiveness will not be the limiting factor for renewable growth. This has not been the case in the last 10 years, and it will not be the case in the next 10 years. On our side, as industrials, we are continuously working on bringing the cost of renewable energy down through economies of scale, through innovation, and through technology breakthroughs. We know that renewable energy is only valuable when we can get it from where it's generated to where it's distributed to the people. And it places the needs and place that need it the most even beyond borders. This is one of the missions we have. Our ultimate goal is to constantly collaborate and innovate to ensure we can generate, transmit, and distribute renewable energy cost-effectively and reliably. New trends will obliterate old ones. When we have seen the move from cassette tapes to CDs to Blu-rays to Netflix. We have seen the move from analog to digital. We have seen the move from taxis to an army of on-demand drivers and mobile apps. And now we see the move from wind turbines to turbines and blades that can report problems to their engineers before they even happen, and to turbines that can talk and learn from each other. Therefore, brands must continue to innovate. In renewable energy, there are so many innovations, but I only have time to mention a few, such as our integrated softwares, our suite of digital applications, and the innovative developments, such as our hybrid wind hydro and wind solar plant. You all know that renewable energy is considered intermittent. But instead of being held back, the industry is now aggressively attacking the balancing of supply and demand. The grid is progressively adapting, including with more investment in transmission and national interconnections, which is probably today the largest limiting factor to renewable growth in Europe. And it is critical that we continue to build a more integrated European energy market. At the same time, to accommodate intermittencies, the next big development is going to be around battery storage. I mean, battery storage will be more and more crucial to balancing supply and demand. Our wind turbine today can incorporate battery storage systems to account for any lagging wind, making the facility 25% more power efficient. What are we doing? We are using lithium-ion battery storage to ensure total grid flexibility. This is a game changer for the energy industry. The beauty of batteries is that they power up quickly and, of course, don't entail any carbon emissions. We have also hydropower, and I have one of my hydropower customers on this panel today. Hydropower is invaluable in stabilizing the fuel to grids fed with intermittent sources such as solar and wind.
At GE, we have a suite of software and hardware solutions to reduce maintenance costs and enhance real-time data for traders, and we continue to invest to innovate pump storage technology for hydropower to have it more flexible and more rapid supply to the grid. This transformation of renewable is not only just about increasing capacity, it's about integration. Digital is changing our expectations on how to combine renewables with fossil fuel on the grid and how to manage it better. For years, we have been asking ourselves, how can we cram clean energy into the mix? And we have been addressing that progressively, step by step. I think now is the time where we should ask ourselves, how can fossil fuels effectively complement cheap and abundant clean energy? How can we better leverage the strengths of hydropower to complement renewable energy? Hybrids too are transforming how and when we can deliver energy. Just discuss quickly, and before I conclude, another example here in Germany, in Geldorf, where we will see soon the tallest wind turbine integrated with pump storage hydro. And the base of each turbine will be used as a water reservoir, adding 40 meters to the total height of 250 meters of the turbine. This will be the tallest wind turbine in the world, and during times of low electricity demand and lower prices, the hydro plant will be in pump mode, pumping and storing water, and hence energy will stay in the upper reservoir for later use. This is a leap forward. It's very promising. It's happening here in Germany, but it's only one of hundreds of technical leaps that remains to be made. As you can see, and as I tried to explain, there is no limit to what is possible. Today's innovation by engineers and scientists are paving the way for limitless, cleaner power to eventually penetrate all sectors, from energy to aviation to transport to small to large-scale manufacturing. I mean, just look at Tesla. I mean, Tesla Gigafactory in Nevada for batteries runs entirely on a mix of solar, wind, and geothermal energy. This is possible. To power the world, I mean, industry and policymakers must continue to talk to each other as we are doing today, must continue to innovate, and will continue to invest globally. Energy doesn't just turn on the light. It improves the quality of life. It allows people and societies to fulfill their potential. And the world's greatest problems, feeding an increasingly growing population, fighting disease, battling water scarcity, providing quality education, sustaining the environment, all required sustainable, renewable, and affordable clean energy. Our collective success will depend on proving that hydro, wind, and solar technology, boosted by digital industrial, combined with each other, can run the biggest economy, adapt to many different business models and situations, reach the most remote communities. And this will make clear to the rest of the world that nobody should ever have to choose between affordable, renewable, and reliable and sustainable energy. Thank you. Vielen Dank, Herr Pekres. Schauen wir nun auf die Regulierungsseite des Themas. Alberto Potocnik ist bei uns, Direktor von ACER, der Europäischen Agentur der Energieregulierungsbehörden. Bitte schön, Herr Potocnik. Thank you, Mr. Brauf, distinguished members of the European and German Parliament, Excellencies, ladies and gentlemen. I feel very honored and privileged for the opportunity to share with you today some considerations regarding the challenges that the energy sector is going to face in the next few years. Challenges which have been recognized by everyone in the sector, to the extent that the European Commission already started more than a year ago the Energy Market Design Initiative and will unveil, I believe later this week, a legislative proposal to try to tackle these challenges. So I will try to be brief, but let me start first by looking where we are in terms of delivering an internal electricity market. I think we've made significant progress. The rulemaking process, the formal process for creating rules for the internal energy market, is almost complete. All the network code except for one, and the network code is the body of rules to govern the internal energy market, have now been either adopted or entered into force or at least voted. And the last one will be voted at the beginning of next year. So
by the middle of next year, we can expect to have the formal set of rules all in place. However, significant progress has already been achieved on the ground through what I call the voluntary early implementation process. This was a parallel process to the rulemaking formal process by which all stakeholders worked together to try to implement these rules while they were written. And in this way, we are able now to already deliver some of the benefits to final consumers of the internal energy market. We didn't want to wait until the rules were in place to start implementing them. Just a few examples. If we look at electricity, which is the topic of the session today, in the day-ahead market, which is the reference market, we now have an integrated market that spans from the Straits of Gibraltar to the Barents Sea, currently 19 jurisdictions. Then we have another couple region in Central Eastern Europe. Now, in this way, we are delivering every year benefits to consumer in the order of 1 billion euros, just by making sure that energy flows from where it is cheaper to produce to where it's most valuable. Our estimate is that there are probably still around 250 million euros a year to be grabbed if we manage to complete this process. So this is the day-ahead market. It's part of the puzzle. We haven't progressed to the same extent in the intraday market, which is a market closer to real-time and with more renewables, close to real-time becomes more relevant. Here, I think we will be, the idea or the expectation is that we will be able to integrate the market by or to complete the integration of the market sometime late next year. Balancing market, again, very important for renewables. I think the progress has been more limited, even though, again, we see, even before the rules are adopted, we see a number of pilot projects. So that's where we are in electricity. Let me just talk for one moment on gas, because that's there is a connection, obviously, between the two markets. Our impression is that the current target model is delivering good results. Obviously, we're also taking also advantage of the favorable international conjuncture. You know, we have low oil prices and we have a good availability of LNG. So I can't claim that, you know, the market works well just because the rules are the good ones. But we believe that greater physical interconnection that has been developed in Europe with increased reverse flow capability and better market integration through a better management of congestion is actually delivering the benefit to final consumers. So we don't see the need to go through the same reform or the same enhancement of the design as it is the case for electricity. I think the focus should be to make sure that the rules that we have are actually applied to the full. And therefore, we can, for example, integrate smaller market into wider region to improve their diversification of sources for gas. Instead, there are great challenges facing the electricity sector, and these are mostly, if not entirely, due to the greater penetration of renewable. We've just heard about, you know, how renewables are, the economics of renewables is improving, and how renewables are covering a greater share of in our energy mix. And there are clearly benefits in this. However, new renewables are different from what we are used with conventional generation. They are more variable and to an extent less predictable. They're also located in different places from conventional generation. Therefore, what we are observing are electricity flow patterns which are different from the one that the system was used to. And this is actually exposing some weaknesses of the transmission system in Europe and also show the limit of some established practices for example, calculating cross-border capacity or allocating cross-border capacity. Therefore, the agency which I represent is calling for a fresh look to some of the aspects of the market design. And as I said, we welcome the initiative of the European Commission
to look into this, in particular from a technical level, we believe that we should be looking again at how capacity between the different areas of Europe is calculated and the way in which Europe is configured in terms of price zones. And I know this is a particularly hot topic here in Germany. To accommodate the greater penetration of more variable and less predictable renewables, we also need to make sure that the electricity system is becoming more flexible. And this flexibility can be provided by conventional generation. Here, gas obviously can play a role, but also by new technologies. To the extent that gas can play a role to provide flexibility to the electricity sector, we need to make sure that the gas market is also more flexible, because we need to allow gas-fired generators to procure their gas in a more flexible way. If we look at new possibility for increased flexibility, demand response is clearly one of the opportunities to provide system flexibilities. The development of demand response involves both regulatory and behavioral challenges. Deliberately, I'm not mentioning technological challenges, because I believe that technologies will always be ahead of us humans, of our rules and of our behavior. Most of the demand response, as well as most of the new renewables, will be connected at distribution grid level. So we also need to have a new paradigm for the management and operation of distribution grids. They will need to be more actively managed, and we see a role for distribution system operators who until now have been mostly delivering electricity to final consumers to play a neutral facilitator role in a distribution system which will need to be more and more flexible. These markets will clearly have to be coordinated also with the more traditional transmission systems, and transmission system operators themselves will have to run their system in a more flexible way. Now, smart technologies in terms of smart grids, smart meters, will play clearly a very important role. However, we also need to have a conducive regulatory framework to make sure that we can facilitate the entry into the market of new players, the so-called, for example, aggregators, and engage consumers. Now, engaging consumer may be the most challenging part of all this project. Already now, we have sometimes the impression that they do not seem interested in taking full advantage of liberalization in terms of wider choices and better prices. Consumer behavior is probably more complex than we can appreciate, but we need at least to make sure that the consumers are aware of the opportunities that they have, that there are no switching barriers, and there are no incorrect commercial practices to which consumers can be exposed. Every year we produce a market monitoring report, and we look at switching behavior, and we've always been puzzled about the behavior of consumers. Puzzled means we're not sure we fully understand. For example, in Germany, we find that every year consumers have opportunities for savings to be made by switching suppliers, and yet they don't switch. I don't claim that they're wrong. What I'm claiming is that their behavior is more complex than we can appreciate. So we need to have properly functioning retail markets, but also we want to make sure that integrity and transparency prevails in wholesale markets. And here, as you may know, a new regulation which entered into force 5 years ago has introduced new obligation, transparency obligation, new prohibitions for market abuse, and also an unprecedented monitoring framework for trading in wholesale markets. And here I would like to use my last few minutes just to focus on what the agency has been doing over the last few years. The agency was established to assist and coordinate the work of national regulatory authorities. Over time, its mandate has been enhanced with REMIT, the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency, and also in the area of infrastructure. We are fully funded by the budget of the European Union, and unfortunately, we've been struggling with resources,
given the additional responsibility that we've been given. Just one example, and I look at comparison in wholesale market monitoring between what we do in Europe and what the US are doing. FERC, the Federal Energy Regulatory Commission, has similar responsibilities when it comes to monitoring wholesale energy markets. And last year, FERC's chairman came to a meeting with the Energy Working Party of the European Council. And I asked him to give a bit of a sense of how many resources they were allocating to the task of monitoring the US wholesale and electricity market. And he came up with a number of 89. At that time, we had 26. And honestly, I do not believe, I always joke with him, that they are so inefficient that they need three times as many resources as we do. We believe that investing in REMIT, investing in proper functioning of the internal market, is a very profitable investment for Europe. Another example in terms of what FERC has been able to detect in the US, in 2012-13, they concluded a number of high-profile investigations on market abuse, and they came to identifying unjust profits, profits which were made through market abuse behavior, in the order of $370 million, which, depending on which day you calculate the exchange rate, is 300 and something million euros. This was just unjust profits, not penalties. So we believe that this is an activity that needs to be performed in Europe, the close monitoring of trading in the market. Since the REMIT came into force 5 years ago, we identified around 100 suspected cases, out of which 8 turned out to be cases of breaches of market abuse prohibitions of transparency obligations. Now, I would really like that none of this happens and that in the future we will still be detecting only a limited number of such instances. However, we need to be vigilant and in this case, deterrence, therefore an effective market monitoring framework can play a role. The winter package, or whatever it's called, that the Commission will unveil later this week, will assign additional responsibilities to the agency. I hope that there will also be additional resources for us if we are asked to do more, or also for cover for the existing resource gaps. We may also look into the agency charging fees for some of these activities. I mean, this is normal with other agencies. ESMA, the European Security Markets Authority, is also charging for fees. And some of our stakeholders have been asking whether they had to pay anything for our services, and they were quite surprised when we said no. You know, you don't need to pay anything. So, just to conclude, we are at a time of new important challenges for the energy sector. If we work together, all of us, policymakers, regulators, transmission system operators, stakeholders, I think we can address this challenge successfully to deliver the full benefits of market integration to European energy consumers. We believe that they deserve it. The agency is ready to play its role, as it has done in the past, and we just ask to be given the human and financial resources to do it effectively. It is a good investment for Europe. It's a good investment for European energy consumers. Thank you very much for your attention. Vielen Dank, Herr Potocznik. Lassen Sie uns diskutieren. Alle Teilnehmer hier oben sind ja bereits vorgestellt, sodass wir direkt einsteigen können. Wunderbar. Die Zukunft des europäischen Binnenmarktes ist das Thema. Vielleicht machen wir aber eine kleine Bestandsaufnahme. Herr Anzengruber, Sie als Österreicher können da ja sicher gerade aus aktuellem Anlass auch ein bisschen was zu sagen. Also wenn man an die deutsch-österreichische Grenze schaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass vieles schief läuft. Wie erklären Sie sich das und kann das ein Dauerzustand bleiben oder ist es hoffentlich nur für einen überschaubaren Zeitraum so? Ja, danke schön. Zuallererst möchte ich mich mal herzlich bedanken, insbesondere beim Herrn Barreis, für die Einladung zu diesem Podium bzw. auch zu diesem Auditorium, um vielleicht ein paar Dinge aus unserer Sicht zu sagen. Vielleicht, es ist ganz klar, der Standort bestimmt auch den Standpunkt.
Und deshalb ist vielleicht ein paar Worte dazu, was ist mein Standort, wo komme ich her? Ich vertrete die Verbundgesellschaft, die österreichische Verbundgesellschaft ist der größte Stromerzeuger in Österreich. In etwa 95% unseres Stromerzeugungsvolumens beruht auf Wasserkraft, mit etwas von Teilen von Wind. Das heißt, das ist eine spezielle Situation. Das ist einmal die Ausgangssituation. Und auf die Fragestellung, in welchem Zustand befindet sich der sogenannte gemeinsame Markt, dann möchte ich meinen Befund, ohne Mediziner zu sein, auf ein paar Punkte mal festmachen, komme aber natürlich auch auf diese Fragestellung, die Sie auch angeführt haben. Ich glaube, es fällt zunehmend schwieriger, wenn man denn vom Energiemarkt noch spricht, weil das, was wir heute vorfinden, mit Markt immer weniger zu tun hat. Wir sehen also hier ein nicht mehr nach Wettbewerb und Angebot und Nachfrage getriebenes System, sondern wir sehen einen Wettbewerb der Förderungen und keinen Wettbewerb der effizientesten Technologien. Ich glaube, ich brauche hier in Deutschland nicht etwas erwähnen, wenn wir in einer Situation sind, dass also die EEG-Umlage ungefähr doppelt so hoch ist wie der Marktpreis für Strom, dann ist das schon eine Entwicklung, die, glaube ich, nicht mehr mit homöopathischen Dosen zu korrigieren ist. Wir sehen also hier wesentlich mehr Regulierung als freie Marktbildung. Wir haben die Synchronisation zwischen Nachfrage und Angebot verloren und ich glaube, es wäre an der Zeit, alle Kräfte zu bündeln, um das wiederum in die Waage zu bringen oder zumindest in die Balance zu bringen. Ich möchte einen zweiten Punkt dazugeben, wenn wir hier über Kapazitätsmärkte, auch das ist also ein Thema, was uns in der nächsten Zeit in Europa, aber auch in Deutschland treffen wird. Wir reden über Kapazitätsmärkte und ich unterstelle vielen, die darüber reden, dass wir ein neues Fördersystem entwickeln wollen für nicht mehr wirtschaftliche Stromproduktionseinheiten. Würden wir wirklich über Markt reden, das wäre natürlich eine angebrachte Diskussion, dann müssen wir sie technologieneutral gestalten und hier auch ein Kompliment an die Europäische Union, die zumindest also in dieser Frage also eine eindeutige Definition hat. Ich bin nicht überzeugt, dass alle Marktteilnehmer in der gleichen Art und Weise darüber diskutieren. Wenn wir die Realität heute sehen, dann haben wir Kapazitätsmärkte in verschiedensten Ländern in Europa, die haben aber mit dem, was wir Kapazitätsmärkte brauchen, nicht wirklich was mehr zu tun und insbesondere zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie keinen europäischen Zugang darstellen, sondern einen nationalen Zugang zu diesem Thema. Ein drittes Thema ist, also das, was wir hier an Emission Trading System sehen, der ETS-Markt, ein an und für sich gutes System, das aber also keine Anreize liefert, um CO2 oder Dekarbonisierung auch wieder im Wettbewerb voranzubringen. Aus diesem System, wenn wir dieses System nicht raschest reparieren, werden keine Investitionsanreize kommen. Und deshalb diskutieren wir auch hier in der Europäischen Union schon wieder über unterschiedliche Zugänge, während die einen über CO2-Steuern reden, die anderen über CO2-Mindestpreise, die dritte überhaupt nicht mehr über dieses Thema reden und die Europäische Union über Erhöhung der Reduktionsfaktoren diskutiert, auch aus meiner Sicht ein europäischer Zugang, der sicher gescheiter ist, als wenn man wieder nationale Zugänge dazu wählen. Und ich komme zum letzten Punkt und das ist also auch ein Punkt, der uns jetzt ursächlich auch in meiner Position beziehungsweise aus Österreich oder aus der deutschen Situation auch berührt. Ich möchte dazu ausführen, wir sind ein Wasserkrafterzeuger, ich habe schon gesagt, wir haben auch Kraftwerke, in etwa mehr als 30 Kraftwerke in Deutschland und auch in Österreich natürlich, also eine erhebliche Zahl, in etwa 100 Kraftwerke, die wir hier betreiben. Vor 65 Jahren wurden die ersten bilateralen Stromverträge zwischen Deutschland und Österreich geschlossen. Vor 65 Jahren haben wir begonnen, dieses System, da waren wir noch lange nicht Europäische Union, in dem Sinn, hier gemeinsam vorzugehen. Seit einigen Jahren, seit mehr als 10 Jahren, haben wir einen gemeinsamen Strommarkt. Der einzige gemeinsame Strommarkt in Europa. 3 Länder, Deutschland, Österreich und Luxemburg, bilden eine Preiszone. Eine, die gut funktioniert hat. Wir sehen natürlich, dass es Probleme heute gibt, ganz einfach aus dem Grund heraus, dass der Zubau von Energieerzeugungsanlagen mit dem Absatz nicht mehr Schritt gehalten hat und ganz einfach hier auf der Netzthematik massive Probleme da sind, die Redispatch, Engpassmanagement, alles was dazugehört, nach sich gezogen haben. Dass man aber als Konsequenz auf der einen Seite einen gemeinsamen europäischen Energiemarkt, eine Energieunion, sich auf die Fahnen schreibt und auf der anderen Seite jüngst jetzt entschieden hat, diese gemeinsame Preiszone wieder zu trennen, sehe ich einen kontraproduktiven Weg. Und es kommt mir irgendwie so vor, wie wenn man hier einen Beinbruch mit Aspirin hält. Und das wird nicht gelingen. Das ist am Ende des Tages die sicher teuerste Lösung.
dass diese Aufrechterhaltung eines gemeinsamen Marktes Geld kosten wird, gemeinsame Bemühungen kosten wird, das ist klar. Aber wir sollten hier eher die die gemeinsame Lösung suchen und nicht die nationalisierende Lösung wieder suchen. Zwei Nachfragen, Herr Anzengruber, wenn erlaubt. Gerne. Die Preiszone funktioniert gut, sagen Sie, aber eben auf Kosten der Verbraucher. Das kann man ja nicht so fortschreiben. Na, ganz klar. Ich glaube nur, dass man die Trennung doch teurer wird. Was ist bei einer Trennung der Märkte? Was ist die Konsequenz aus kleineren Märkten? Wenn Märkte kleiner werden, steigen die Preise. Das ist ein ökonomisches Grundgesetz. Erstens. Zweitens, die Liquidität der Märkte wird kleiner, wenn die Märkte kleiner werden. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, auf den Börsen wird es also wesentlich schwieriger sein, das Matching zustande zu bringen, als was vorher war. Und ich glaube, es geht hier über eine Übergangszeit. Um eine Übergangszeit, die wir haben, bis entsprechende Leitungskapazitäten zum Beispiel in Deutschland aus Nord-Süd-Übertragung gebaut sind. Hier, glaube ich, wäre es wesentlich wichtiger, ein gemeinsames Redispatch aufzusetzen, gemeinsam auch zu reden über das, wie man Kosten aufteilen kann, um es für den Verbraucher am besten wieder oder am günstigsten, am effizientesten darzustellen. Und ich glaube, das wäre unsere Pflicht. Und ich warne davor, dass man mit solchen Diskussionen droht uns, dass wir die Büchse der Pandora öffnen. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir in absehbarer Zeit über Trennung von Strompreiszonen in nationalen Märkten diskutieren würden. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Noch eine Nachfrage, treibt Sie Altruismus? Also ich meine, für Ihr Unternehmen wäre es ja ganz schön, wenn der Markt in Österreich schön abgeschottet bleibt. Also ich glaube, da haben wir einen anderen Zugang. Das wäre vielleicht die erste Lösung und sagt, naja, was habt ihr in Österreich, werden die Preise höher bei euch und dann verdient ihr mehr Geld, insbesondere wir als Verbundgesellschaft. Also das wäre äußerst kurz gedacht. Wir müssen dazu sagen, also wenn wir hier kurzfristig vielleicht Arbitragevorteile realisieren können, hat es mittelfristig, ist es ein Weg zurück in die Vergangenheit. Und den sollte man nicht einschlagen. Und wenn einmal Märkte getrennt sind, braucht es wieder Jahrzehnte, bis sie vereint werden. Und ich glaube, das wäre der falsche Weg. Herr Hartmann, das, was wir an der deutsch-österreichischen Grenze erleben, ist ja nur ein Problemfall. Es gibt ja noch an anderer Stelle auch Probleme an der deutsch-polnischen, in allen Grenzgebieten, an den Grenzkuppelstellen. Ist das eine Situation, an die wir uns einfach gewöhnen müssen? Ist das ein Problem, das sich fortsetzen wird? Oder sehen Sie da auch irgendwo Perspektiven und eine bessere Entwicklung? Jemand schaltet mein Mikro wieder aus, aber jetzt tut es, glaube ich. Herr Bareis, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer ein großes Vergnügen, über dieses Thema zu diskutieren. Ja, erlauben Sie mir, wir sind es gewohnt, einander direkt anzusprechen und wir müssen nicht zu vorsichtig miteinander sein. Also erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen über Österreich und Ihre Ansicht. Und vom auch die Start der Frage, vieles läuft schief, wie Sie sagen, Herr Stratmann. Ich denke aber, vieles läuft gut und vor allem mit Österreich. Naja, ist ja so. Lass uns auch mal ein paar Schritte zurück machen in diesen Prozess, wo wir sind, von wenig erneuerbaren Energien in der Zukunft mit 80% erneuerbaren Energien. Und das geht ja nicht ohne weiteres. Es reibt sich ab und zu etwas, da gibt es bestimmte Spannungen. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn mir erlauben, Herr Bareis, dass ich mal Deutschland in Schutz nehme als Holländer. Deutschland ist schon Vorreiter, um hier alles hinzukriegen. Wir spendieren hier 24 Milliarden und ein nicht kleiner Teil davon geht nach andere Länder, auch Österreich. Manchmal gegen sehr niedrige Preise und sie liefern es dann wieder zurück aus ihren Wasserkraftwerken für viel mehr Geld. Aber viel noch wichtiger ist, denke ich, wenn ich auf den Markt schaue, wie ist die denn eigentlich und wohin wollen wir? Und es ist heute nicht erwähnt, aber wir wissen ja alle, dass das Ziel ist, ich glaube, Europa hat schon beschrieben, dass wir 15% Interconnection Capacity haben. Und die Lage mit Österreich ist, dass wir nicht mal eine Begrenzung haben. Also es bis zu 8.000, 9.000 Megawatt würde ab und zu in Ausnahmesituationen exportiert. Ich glaube, ihr Peak Demand ist 12.000, also weit über diese 15%. Naja, 11.000 dann oder 13.000, aber es ist eine Riesenzahl, viel mehr als 15%. Und dann in diese ideale Situation in Europa, einen Markt, in einer Zeit, die sehr volatil ist, von 0% auf 80% erneuerbaren Energien, muss mal eine Maßnahme genommen werden, dass es ab und zu mal etwas weniger wird.
Also ich finde das am Ende, finde ich, dass, dass wir in Europa arbeiten müssten an das Wegnehmen von diesen Engpassen, die wir haben, aber auf eine vernünftige Weise. Wir wollen ja alle auch nicht eine Kupferplatte. Weil das würde es heißen, wenn wir am Ende so viel bauen würden, dass es nie einen Engpass gibt. Das will die Bevölkerung nicht, weil die lieben diese Masten nicht, das bin nur ich. Ne? Und es ist auch am Ende nicht sehr wirtschaftlich. Also wir müssen da vieles tun und wir müssen das Tempo von Ausbau von Erneuerbaren in ein Land, aber vor allem auch in Europa besser hinkriegen, zusammen mit Netzausbau. Aber wir müssen bitte auch akzeptieren, dass es ab und zu mal nicht ideal verläuft in die Jahren, die das braucht. Herr Reul, Herr Anzengruber hat vorhin das so kurz skizziert. Es gibt sehr viel Disharmonisches auf dem europäischen Energiebinnenmarkt bei der Förderung der erneuerbaren Energien, bei Lösungen zu Kapazitätsmärkten, bei der Frage, wie man mit CO2-Emissionen umgeht. Brauchen wir mehr Harmonisierung und können Sie zusichern, dass es dazu auch kommt? Was hat die europäische Politik noch in der Hand, um diesen Prozess voranzutreiben? Die Frage kann ich nicht beantworten. Da weiß man nämlich nie Bescheid. Als ich mal angefangen habe, Energieputz zu machen in Brüssel, da hieß es, wir machen jetzt einen riesen Vorstoß, damit die Preise günstiger werden, damit mehr Netze gebaut werden und diese großen bösen Energiekonzerne endlich mal in den Griff bekommen werden. Das hieß dann Liberalisierung und so. Damit habe ich angefangen und ich war richtig begeistert. Das Ergebnis ist, die großen Energiekonzerne sind in größter Gefahr, die Preise gehen hoch und es funktioniert hinten und vorne nicht und wir haben keinen Markt mehr, sondern nur noch Regulierung. Ich finde, es ist eine Riesennummer, die da gelaufen ist. Kurzfassung. Und insofern frage ich mich jetzt eigentlich, machen wir das jetzt eigentlich weiter? Und das beunruhigt mich maßlos, weil wir uns immer weiter da reinsteigern, dieses jetzt noch präziser und noch genauer zu regulieren. Und noch eine Behörde will das auch mal direkt so ansprechen, weil ja eben hier auch ein Vertreter geredet hat, warum wir jetzt, wo das doch in der Zusammenarbeit der nationalen Betreiber einigermaßen gut funktioniert, also nicht perfekt, aber ganz gut, wie jetzt Acer aufwerten zu so einer Überregulierungsbehörde europäischer Art, begreife ich nicht. Kann mir auch keiner erklären, warum das jetzt sein muss. Wo ist denn eigentlich der Notstand, dass das passieren muss? Oder das Zweite, es gibt Punkte, wo ich auch dabei bin und sage, ja, da müssten wir europäischen Stückchen und stärker aussprechen. Zum Beispiel, wie die Netze verbunden werden. Da gibt es Defizite. Oder bei der Frage, dass die einen erneuerbare Energien so fördern, die anderen so fördern und wir ein riesen Durcheinander haben. Dass man dazu einheitliche Systeme käme, harmonisieren, bin ich sofort dabei. Aber da höre ich ja jetzt schon wieder, dass das, was ein erster Vorschlag da ist, schon wieder gebremst wird, weil es dann doch wieder so Ausnahmen geben soll, damit dann doch in dem einen oder anderen Fall wieder etwas passender gemacht werden soll. Es tut mir leid, ich weiß, das würde dann Deutschland, meinem Land, ein bisschen besser passen im Moment. Aber dieses System von immer weitere Perfektionierung von Regulierung ist am Ende der Fehler. Bin ich fest von überzeugt und ich habe auch in meinem politischen kurzen Leben in der europäischen Politik nicht erlebt, dass uns das vorangebracht hat. Und es fallen auch uns immer neue Systeme ein. Wir haben Emissionshandel, wir haben erneuerbare Förderung, Energieeffizienz, alles gleichzeitig und wundern uns, dass das nicht klappt. Mich wundert überhaupt nichts mehr. Ich muss sagen, ich frage mich nur, da wird überhaupt noch durchblickt. Man muss immer drei Experten haben, wenn man noch den Totaldurchblick hat. Dann ist schon das Problem nicht mehr in Ordnung. Kurzer Applaus, das muss sein, so viel Zeit müssen wir uns nehmen. Herr Potocznik, Sie sind jetzt da doch ziemlich deutlich angesprochen als Acer mit Ihrer Behörde. Sie haben gehört, Herr Reul spricht von einer Überregulierung und wenn man auf das Winterpaket schaut, das jetzt in dieser Woche noch vorgestellt werden soll, da ist ja auch rauszulesen, dass es einen regionalen noch Regulierer, Netzbetreiber geben soll, der über die Grenzen hinweg eingreift. Können Sie Ängste und Sorgen verstehen, dass das alles völlig undurchschaubar wird und zu Ergebnissen führt, die man so überhaupt nicht haben will? Well, you wouldn't be surprised that I was somewhat expecting that we were going to talk about this. If you ask me whether we need a European regulator, my answer is no. If you ask me whether we need to have better integrated regulation in Europe in some aspects, then the answer must be yes. And I hope that the Commission is moving this sector in that direction. There are some aspects where we're already beyond that point in terms of whether we need or not. I mean, if you have, I mentioned in my introduction,
At the moment, we already have, for example, in electricity, they had markets, an integrated market with including 19 jurisdictions, 18 of which are member states. Now, the rules there needs to be developed in a consistent way, and it's very difficult to expect that 18, 19, or 28, or 27 national regulators agreeing on the rules to be the most effective way of managing this market. That's actually what we have at the moment. At the moment, all the third level rules for the internal electricity market are actually responsibility of the national regulators working together. And it's very difficult. And the process has just shown that it's not really robust. So I think when it comes to what I call wholesale markets and horizontal network, I believe we need European regulation and probably European regulatory action. When it comes to retail markets and consumer protection, then I completely agree that we need a national approach. I don't really see consumers in Germany, Portugal, or Finland to call the agency in Ljubljana to complain about problems they have with their suppliers. I mean, we still have 24 languages, we still have different cultures. I think that is still national responsibility. But as I said, if we are trying to integrate wholesale markets, I think we will not serve our consumer properly if we can still pretend that we deal with it through national regulation. Das hatte ich mir schon gedacht, dass Sie fragen, was meine Meinung dazu ist. Also, ich denke auch, dass es, lass mich mal anders formulieren. Also, wenn wir uns anschauen, was an die operationelle Seite, also nicht Planung, aber die operationelle Seite das Problem ist, da kann man eigentlich so sagen, dass in 98, 99% der Fälle von Operations überhaupt kein Thema ist. Es ist nur, vielleicht in 1% der Fälle ist überhaupt ein Thema da. Und dann, wenn man sich dann anschaut, was die Ursache von diesem Problem ist, ist es nicht, dass es nicht einen überregionalen Control Center gibt, aber dass, wie Sie sagen, die Regulierungen verschieden sind. Also die muss man harmonisieren, um diese Art von Problemen zu verhindern. Und die Gedanke wir sind ja jetzt in diesem Umbau zu Erneuerbaren, das ist eine Art von Operation in einem Krankenhaus. Und die Gedanken, um jetzt mal zu sagen, wir sind halbwegs diese Operation, lass uns das Krankenhaus mal wechseln und irgendwo anders weiter operieren, ist echt nicht vernünftig. Das ist eine... Und ich würde auch sagen, am Ende, wenn es so weit kommt, und jetzt geht ja alles fantastisch, aber denken Sie mal ein, wir müssen über einen Brownout reden, irgendwo abschalten mal. Wen wollen Sie dann anrufen? Ich denke mich. Und ich werde mein Telefon abgeben, wenn es irgendwo ein anderes Zentrum gibt. Und diese Klarheit, die müssen wir eigentlich da behandeln. An die Planungsseite denke ich, dass wir da viel tun müssen, um viel bessere Abstimmung zu kommen. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es nicht möglich ist, ein deutsches Windpark an das holländische Netz anzuschließen, obwohl das Netz da stärker ist und näher dran ist, dann sagt das schon viel, wie weit wir mit der Planung in Europa sind. Da müssen wir echt noch viel, viel machen. Aber zur gleichen Zeit müssen wir uns auch realisieren, dass alle Länder heutzutage das gerne selber auch die Hand da drin haben, wo wir das Geld hinbringen und nicht irgendwo anders hin. Und es ist noch ein anderes Thema, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, und das ist Akzeptanz. Und Sie wissen alle, dass wenn wir hier oder Sie hier in Berlin entscheiden, dass es in Niedersachsen oder in Bayern eine Verbindung kommt, dass es ein riesen Akzeptanzproblem gibt. Können Sie sich vorstellen, wenn irgendwo anders entschieden wird, dass eine Verbindung gebaut wird, wie groß das Enthusiasmus von unseren Bürgern ist? Also da ist echt noch eine riesen Herausforderung. Vielleicht eine Nachfrage, Herr Hartmann, Sie haben das gerade so, nur am Rande bemerkt, aber Sie bemühen sich doch genau beim Thema Offshore so eine Lösung mal hinzukriegen, dass man also einen deutschen Park ans niederländische Netz anbindet. Wie weit ist das gediehen oder meinen Sie, das ist vielleicht in der nächsten Dekade mal relevant? Das ist extrem vertraulich. Und, umso besser, ja. Aber tatsächlich, wie wir
Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein Projekt genommen, um zu sagen, lass uns versuchen, das mal zu sehen, was wir tatsächlich praktisch tun müssen, um so etwas hinzukriegen. Und da rede ich jetzt über Länder, die sehr dicht aneinander liegen und einander gleichen, zufälligerweise auch noch denselben Übertragungsnetzbetreiber haben, also fast so ideale Situation. Aber das braucht schon einen Vertrag zwischen zwei Ländern, um das hinzukriegen. Also wir sind dran, aber ist nur exemplarisch und zu meinen, wir müssen da noch viel machen. Herr Potocznik, vielleicht nochmal zu der deutschen Netzsituation, die ja problematisch ist und die auch die EU-Kommission immer wieder herausfordert. Und dann wird davon geredet, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, zwei Stromgebotszonen auch in Deutschland einzuführen. Wenn man all das hört, welche Probleme es gibt und welche Engpässe, dann ist das doch zumindest auf den ersten Blick logisch und konsequent. Wie stehen Sie dazu? Well, I think the agency has already expressed its view about this problem. So I can only reiterate that. Let me say a few things. First, the current configuration of the geographical configuration of the electricity market is a legacy of mostly political borders. Not always, but mostly. And I think we need to have a fresh look at how the market is configured. And there is a process for that. There is a process in the third package, in the tertiary legislation regarding the third package. It's a process which is being run, and hopefully we'll come up with an appropriate configuration, geographical configuration of the market. The second thing that I would like to say is that, however, we have an urgent problem with the new patterns of energy flows, mostly due to significant increase in renewables generation. We are seeing bottlenecks where they were not before, or not to the same extent. And we are seeing actually discrimination between different types of flows insisting on the same infrastructure. And that is what the agency has tried to address. Try to make sure that the internal market works as well as it possibly, as well as possible, given the current infrastructure. The third, and that, you know, that all the, you know, our suggestion of introducing capacity management procedures on the German-Austrian border. The third aspect is, which I would like to sort of dispel a bit of a myth. I don't think it is true that by properly configuring a market, you're actually segmenting the market. You're just making sure that the market works in a non-discriminatory way, and then competition is promoted. There are countries that have introduced splitting within their borders. Norway traditionally, Italy traditionally, Sweden was agreed to it a few years ago. Nothing major happened. And in fact, these markets work perfectly, and I don't think anyone can claim that, you know, the Swedish market is segmented, or the Norwegian market is segmented, or the Italian market is segmented. It's just that congestion within these countries is managed in a market-based way, and that, you know, efficiency is sought, and there is no discrimination. Now, however, I can also understand that there is a, if you want, a political issue, i.e. consumers in different parts of the country have been used to pay the same prices, and there is fear that by creating different price zones, consumer may be exposed to different prices. Now, in some countries, this is not an issue. I mean, Norway, Sweden, it's not an issue. In Italy, it was an issue. I was actually responsible for designing the market in Italy, and this was a political issue, and we addressed it. In Italy, consumers are exposed to the same price from north to south, while generators see the region, the zonal price, because actually it's, you know, the efficiency is more to do with dispatch of generation rather than with consumption. Now, with prosumers and demand response, the issue may be a bit more complex, but still, you know, what we want to promote is competition, proper and non-discriminatory competition between different producers rather than consumers. So I think a solution is there. It's possible. It just needs to be implemented. Maybe it's not easy, but not, you know, but it can be implemented.
Herr Hartmann, in dem Zusammenhang noch mal eben eine Nachfrage, die genau Ihr Unternehmen betrifft. Also Sie sind auch natürlich interessiert daran, dass Strom ungehindert quer durch Deutschland fließt. Das tut aber im Moment aufgrund der bekannten Engpässe nicht immer. Was bedeutet das für so ein Projekt wie ein Seekabel von Norwegen nach Deutschland? Das ist ja Ihnen natürlich dann auch selbst im Weg, wenn man den Strom nicht immer so dann handeln kann, wie es erforderlich wäre, wie es wünschenswert wäre. Und stellt man da nicht Fragezeichen auf, was so ein Projekt angeht? Oder sagen Sie, okay, das werden wir schon noch hinbekommen und ausgleichen? Naja, erstmal das Kabel, das haben wir entschieden, es wird gebaut, es ist 2020 fertig. Also wenn Sie meinen, sollen wir stoppen mit Bauen, es ist zu spät. Also wir bauen es. Und es macht ja am Ende, auch wenn wir auf die Probleme in 1, 2, 3 Jahren schauen, ist immer auch gut mal zu gucken, für wie lange und für welche Situation bauen wir so etwas. Und diese Infrastruktur nimmt 10 Jahre, bevor es fertig ist und liegt dann 50 Jahre da. Und wenn wir in die Zukunft gucken, dann wissen wir doch alle, da brauchen wir keine Studien, dass wir Sonne und Wind mit Speicher verbinden wollen. Und Norwegen ist ein Speicher. Und auch wenn das also heißen würde, was überhaupt die Frage ist, dass eine neue Verbindung dazu führt, dass dann irgendwo anders ein Engpass entsteht oder dadurch ein Nachteil ist, muss man immer noch diesen Blick behalten. Diese Infrastruktur macht immer, immer Sinn. Ja, dann kommst du die Frage, ist da eine Regelung, wo am Ende Europa sagt, jeder seine eigene Verantwortung und wenn er es nicht hinkriegt, dann muss gezahlt werden, intern, aber auch extern, ist ja die große Frage, ob das der richtige Incentive ist, um am Ende zu mehr Interconnection Capacity zu kommen. Ich denke, die Antwort ist dann nein. Wir müssen akzeptieren, dass es ab und zu mal einen Engpass gibt und das dann zusammen lösen. Vielleicht mal zu den erneuerbaren Energien, Herr Pekress. Sie haben ja vorhin skizziert, wie Kostendegression funktioniert. Und vielleicht können wir das mal im Zusammenhang sehen mit den unterschiedlichen Fördermodellen, die es weltweit gibt, die es auch in Europa gibt. Wie setzen Sie sich mit der jeweiligen Situation auseinander? Was ist für Sie, was sind vernünftige, verlässliche Bedingungen? Und ist das, sagen wir mal, die Vielstimmigkeit, die es in Europa gibt, ist das für Sie ein ernstes Problem? Oder sagen Sie, wir finden immer eine Lösung, um ins Geschäft zu kommen? No, I think, I mean, Europe, I mean, our challenge has always been to deal with a diverse Europe. And I think that's obviously true with the energy system. At the end of the day, I think our personal view is the more you will see renewable developing into Europe, the more this will put pressure towards a more integrated European energy system. And this will not necessarily be driven by integration. I think it's just going to be driven by a pure market need. I mean, you will have to increase the interconnections, and you mentioned a few examples, but there is also, for example, the France to Spain interconnection, which is a big need. There are different mix of renewable differing on the countries, and the more you will extend, I mean, your price zone and a network, the more you will be able to accommodate intermittency. So I think I'm not sure this will even be driven by regulation again. I think it will just be a pure market need. Meine Damen und Herren, schalten Sie sich ein. Fragen, Wünsche, Anregungen sind herzlich willkommen. Ich sammle vielleicht und dann können wir das en bloc abarbeiten. Eine erste Meldung ist bereits notiert von Herrn Limburg. Vielleicht, Herr Reul, wir hören hier ja immer wieder, wie wichtig die Harmonisierung der Förderung erneuerbarer Energien sei. Was werden Sie als Europapolitiker da jetzt noch tun können, um das voranzutreiben? Sie appellieren ja auch immer wieder an die Bundesregierung, vielleicht das eine oder andere noch mal zu überdenken. Wie geht dieser Prozess weiter? Erst einmal muss es politische Willensbekundung dazu geben. Das gibt es an mehreren Stellen. Im Koalitionsvertrag haben wir was formuliert. Wir haben in Beschlüssen im Europaparlament entsprechende Willensbekundungen formuliert. Und jetzt muss man mal abwarten, was da konkret mit diesem berühmten Winterpaket auf uns zukommt. Ob da was Konkretes drin ist, was man brauchen kann. Ich habe den Eindruck, auf den ersten Blick, das ist der interessanteste Teil von der Veranstaltung. Wenn da nicht wieder so eine Ausnahme reingefummelt wird, was man so in Zeitungen liest, weiß ich nicht, ob das stimmt. Also wenn das konkret, konsequent gemacht wird, volle Unterstützung, mache ich nicht oft bei der Kommission, aber dann würde ich sagen, dann ist das eine tolle Nummer
Und dann kommen wir einen Schritt vorwärts und dann müssen die Mitgliedstaaten sich da mal langsam bewegen an der Stelle. Wäre für alle ein Riesenvorteil. Und dann kann man über Fristen reden, muss man sogar, weil ich verstehe, das gilt bei dem Thema wie bei allen anderen, wir dürfen bei diesen Energiefragen nicht immer mit so gehetzt rumlaufen, weil das führt ja auch zu vielen der Probleme, dass wir da unter Zeitdruck uns immer setzen. Das sind Entwicklungen, die kann man nicht sekundenschnell umsetzen. Genauso wie ich nicht glaube, will ich nie glauben, dass wir irgendwann damit in diesen Jahren, die wir uns vorgenommen haben, 80% CO2-frei sind, sowas. Also ein wenig Zeit braucht es schon, es geht um Technik, es muss gemacht werden, es muss finanziert werden, es muss Leute geben, die es finanziert. Und insofern ein bisschen Geduld, aber der Weg, ich glaube, es geht voran. Vielleicht geht es auch nur mit bestimmten regionalen Bünden, die da anfangen. Genau, das wäre eine erste Nachfrage, vielleicht an Herrn Anzengruber und auch nochmal an Herrn Hartmann. Vielleicht ist ja auch der Anspruch viel zu hoch. Vielleicht ist ja bi- und trilaterale Zusammenarbeit der richtige Weg und der ganz große Wurf kommt dann irgendwann mal, Herr Anzengruber. Ja, ich glaube, es wäre vielleicht der Zugang, hier nicht die Bugwelle der 28 auf einmal zu bewegen zu wollen, weil doch unterschiedliche Ausgangspunkte da sind, ob regionale Zusammenarbeit nicht unter Umständen vielleicht doch ein wesentlicher Schritt wäre, um hier Synchronisation zustande zu bringen. Ich glaube, es gibt Mittel und Wege, aber es wäre auch wichtig, dass man politische Statements bzw. politische Aussagen hat, dass wir sagen, gewisse Dinge wollen wir einfach nicht. Ich glaube, das wäre schon wichtig und die Lösungen oder die Varianten bzw. die Abhilfen gemeinsam zu gestalten und gemeinsam auch die Lasten zu tragen über das Thema und nicht Diskussionen vom Zaun zu brechen, die also, glaube ich, nicht weder politisch noch gesellschaftlich erwünscht sind. Vielleicht noch mal eine Nachfrage an Herrn Reul. Eines Ihrer Lieblingsthemen ist ja auch der europäische Emissionshandel, integraler Bestandteil auch des Marktes, über den wir reden, des Binnenmarktes. Lassen Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen teilhaben an Ihren Erkenntnissen. Wie geht der Diskussionsprozess da voran? Womit muss die Industrie rechnen, die ja auch hier vertreten ist und gerne gewusst hätte, wie es mit der kostenlosen Zuteilung aussieht, wie ambitioniert also das ganze Projekt vorangetrieben wird? Wie das ausgeht, weiß ich auch nicht. Also in unserem Ausschuss, im Industrieausschuss, ist es ausgegangen, aber wir sind nur mitberatend. Der Umweltausschuss entscheidet und der ist mitten im Prozess und das ist extrem schwer. Ich hoffe, das ist aber jetzt Hoffnung, ich hoffe, dass der Vorschlag, den wir im Industrieausschuss durchgesetzt haben, die Anteile zwischen den verhandelten und den freien Zertifikaten und dem, was zugewiesen, zu verschieben und damit Spielraum zu gewinnen, dass wir diesen Weg gehen. Der andere Weg, jetzt noch wieder an 27.000 Einzelschrauben zu drehen, führt uns ins Chaos. Meine dringende Bitte ist, ich hoffe, wir machen da mit. Der Rat ist da sehr sperrig, der hat kein großes Interesse, aber vielleicht wächst das noch. Einige erste kleine Staaten sind ja unterwegs und signalisieren, dass sie da mitmachen würden. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland, da hört man ja auch, dass da Bewegung aufkommt, mitmacht, dann glaube ich, kann das noch Schub bekommen. Dann würde man die Sache etwas entspannen. Und nochmal ein Blick oder eine Nachfrage zu den Benchmarks. Also die 10% besten Anlagen können zufrieden sein. Ja. Oder ist das, halten Sie das für eine gesicherte Lage oder ist da noch, wird da auch noch dran gedreht? Wahrscheinlich gesichert, aber sicher ist erst am Schluss alles. Okay. Ja, eine Wortmeldung gab es hier von Herrn Limburg. Bitte schön. Also für die, die mich noch nicht verstanden haben, mein Name ist Michael Limburg vom Europäischen Institut für Klima und Energie. Ich habe das Vergnügen, zum 7. Mal hier zu sein oder vielleicht auch schon das 8. Mal, weiß ich nicht mehr so genau. Und immer wieder reden wir über dieselben Probleme, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen. Die Herrn Anzengruber, Reul und Hartmann haben es ja ein bisschen erläutert. All diese Probleme hätten wir natürlich nicht, wenn wir diese Idee der Erneuerbaren überhaupt nicht verfolgen würden, aber darauf kommen wir vielleicht später zurück. Ich wollte an sich bei dieser Gelegenheit dem Herrn Potocznik eine Handreichung geben. Er hat gefragt, wir verstehen nicht, mein Institut versteht nicht, meine Agentur hat er gesagt, warum die Verbraucher so blöd sind und nicht diese tolle Chance nutzen, den Versorger zu wechseln. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, warum. Ich mache das jedes Jahr.
Und ich stelle jedes Jahr aufs Neue fest, es nützt überhaupt nichts. Denn solange die staatlichen Abgreifungen, die staatlichen Preise, die wir zusätzlich bezahlen müssen, den Preis immer wieder verteuern. Sie sagten dreimal über dem Herstellpreis derzeit. Solange stellen Sie fest, dass Sie kaum, dass Sie gewechselt haben, ein Jahr später eingeholt werden von der Preissteigerungswelle. Und die, die wechseln, erleben das immer wieder. Mit anderen Worten, die Verbraucher sind nicht blöd, sondern sie einfach ein bisschen bequem und sagen, der Preis geht sowieso nach oben, lasst uns in Ruhe. Ich möchte irgendwann mal sehen, dass sie nicht mehr nach oben gehen, sondern nach unten. Dass sie das glauben, glaube ich an sich nicht. Es wird weiter so gehen. Wir haben jetzt 24 Milliarden im letzten Jahr gehabt. Dieses Jahr werden 30 Milliarden an Subventionen ausbezahlt werden von den Verbrauchern. Das ist die größte Umverteilung, die in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg von unten nach oben je stattgefunden hat. Danke. Wer fühlt sich berufen? Herr Potocznik, wollen Sie reagieren oder? Yeah, thank you very much. I'm sure the translators have done an excellent job. I didn't mean stupid. I meant that their behavior is more complex than sometimes we can appreciate. And I really believe it. I also, however, believe that you're right in other respects. If you look at a report that we published just earlier this month on our market monitor report, we spent pages on this. The final price that consumers pay in Europe is made up, especially in electricity, by a large majority, what we call non-contestable charges. Charges to do with regulated charges, for networks, and charges to pay for other schemes, including renewables support scheme. And actually on average in Europe, the proportion of the final price paid by consumers devoted to funding renewable schemes has actually doubled over the last 5 years. Now, we also propose in the report that member states should consider whether the funding of these schemes, and not just renewable support, there are other schemes that are funded through electricity prices, could be funded in other ways, because we realize that these charges are squeezing competition out of the retail electricity sector. However, we also found that in 2015, for the first time, electricity consumers in half of the member states are seeing prices going down. So the trend in wholesale prices is finally filtering through, at least in half of the member states. In the other half, no. The other half, they're still going up because other charges are increasing. So the challenge here is to make sure that consumers can benefit from the developments in the international market, in the integration of the European market that we are seeing at wholesale level. They're not stupid. In fact, we want them to become even smarter than they are. My remark beforehand is saying some of them consider switching not something worth doing. Too complex, they don't bother. I think this is a challenge for us. They understand that there may be benefits, but sometimes they think that it's too difficult to do it. And we should show them that it's not difficult. It's not for them to... Well, I'm not sure. Look, if you look at our report, and if I take Germany, and I'm not blaming anyone here, by switching from the incumbent to the cheapest supplier available, they could save in the hundreds of euros. On average in Europe, consumers going from the incumbent to the cheapest alternative offer available can save around 80 euros. Is this big money? I don't know. But the difference between having or not having 80 euros is 80 euros a year. So, and in some countries, as I said, it's in the hundreds. So, people like to spend more for things, and as I said, we don't question. As long as they are aware, there are no barriers, it's easy to switch, it's secure to switch, safe, etc., then it's up to them. They're not stupid, for sure. Eine weitere Wortmeldung hier. Wenn Sie ans Mikro gehen, genau. Ja, eben wurde ja von dem, also erstmal mein Name, Eckbert Biermann von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie.
Mein Vorredner hat ja vom Verbrauchspreis gesprochen, ich weiß ja nicht, oder Herstellungspreis. Gemeint war wahrscheinlich der Börsenpreis, der ja nicht unbedingt identisch ist mit den Herstellungskosten, sondern das hat ja einen sehr komplizierten Zusammenhang. Wir reden aber hier ja über die Zukunft des europäischen Binnenmarktes und das versucht ja die Europäische Kommission schon seit längerem. Es gibt sozusagen eine Frage der europäischen Netze seit 2011, wo sozusagen gerade die Koppelstellen vergrößert werden sollten, damit tatsächlich ein, sagen wir mal, noch intensiverer europäischer Binnenmarkt entsteht. Nur was ich sozusagen bisher wahrgenommen habe von diesem Plan, der ja ein großer war, ist, glaube ich, noch nicht so viel entstanden, weil natürlich da das gleiche Problem auftaucht, wahrscheinlich wie es in den internationalen Netzen ist. Wenn ich irgendwie eine Trasse plane und die Menschen davon erfahren, dann haben sie große Sorgen, dass sie sozusagen davon negativ beeinflusst werden. Vielleicht ist das auch mit diesen europäischen Grenzkoppelstellen so. Es wäre ganz gut, da nochmal stärker Beschleunigung vielleicht hineinzunehmen. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, wenn ich als Verbraucher das betrachte, ich selbst bleibe also immer bei meinen Stadtwerken, weil ich da eine gewisse Treue habe und da natürlich auch die gesamte Infrastruktur als Kunde sicherlich mit nutze, als wenn ich immer hin und her wechsle. Und ich bin mir nicht so sicher, ob nicht letztlich zum Beispiel der, der ein Auto kauft, nicht auch häufig immer die gleiche Marke kauft und nicht unbedingt wechselt, einmal dahin VW und einmal BMW, sondern da auch eine bestimmte Treue ist. Ich frage mich, warum diese Treue sozusagen nicht auch belohnt wird, die natürlich auch für Stabilität im Markt sorgt, was ja vielleicht auch für den Strommarkt gerade wichtig ist, weil er ja sozusagen volatile Verbräuche hat und natürlich auch noch jetzt dazu kommen volatile Herstellungszeiten. Und die Frage ist, glaube ich, viel größer und schwieriger geworden, und das gilt dann auch für den europäischen Binnenmarkt im Strommarkt. Wie kann ich denn sozusagen Verbräuche, die flexibel sind, und Herstellungen, die flexibel sind, zueinander bringen? Da spielen die Speicher eine große Rolle. Aber ich frage mich, ist denn das Problem sozusagen, wie ich denn die Speicher in der Speicherphase behandle und in der Produktionsphase behandle, schon gelöst? Nämlich das war damals 2011 ein Problem der Europäischen Kommission bei Pumpspeicherkraftwerken, die sozusagen beim Pumpen des Wassers den Stromverbrauch anders zu behandeln, als sozusagen dann, wenn ich es abgebe, das Wasser, und sozusagen dann wieder produziere. Das sind, glaube ich, die wichtigen Fragen, die gerade für einen europäischen Strommarkt wichtig sind, volatile Verbräuche zueinander zu bringen, mehr Treue auch zu den Verbrauchern und die Grenzkoppelstellen zu erweitern. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Bereich. Dankeschön. Schönen Dank. Ich fürchte, Treue ist keine relevante Größe im europäischen Energiebinnenmarkt, aber wir können natürlich trotzdem darüber sprechen. Vielleicht ist aber dieser Aspekt, den Sie zuletzt genannt haben, also wie wir volatile Erzeugung und Speicherung zu einer schönen Einheit verschmelzen und wie das wirtschaftlich sinnvoll gemacht wird, da hat Herr Anzengruber sicher auch die ein oder andere Idee, Herr Hartmann möglicherweise auch, vielleicht auch Herr Pekress. Herr Anzengruber, wollen Sie vielleicht starten? Gerne. Ich glaube, Sie sprechen ein Thema an, das uns wirklich in der nächsten Zeit massiv beschäftigen wird, die Volatilität der Erzeugung zu balancieren mit der Volatilität des Bedarfs, hier das auszugleichen. Und da werden Speicher eine noch stärkere Bedeutung bekommen als in der Vergangenheit. Der Nachteil der Erneuerbaren ist, dass sie fluktuierend erzeugen. Das ist einer der großen Themenbereiche. Speicher, natürlich Pumpspeicher, ist eine Technologie in der großen Form, hocheffizient, gar keine Frage. Wir werden aber zunehmend auch im mittleren Bereich Batteriespeicher, chemische Speicher, Power-to-Gas oder was auch immer, diese Speichertechnologien auch brauchen und im kleinen Bereich, sprich im Privatkundenbereich, wahrscheinlich Batteriespeicher. Um das zu bewältigen, wird es zwei Zugänge geben. Das eine hilft uns die Digitalisierung, Demand-Response, Demand-Side-Management, hier etwas beizutragen, und das andere wird wirklich diese Integration der Erneuerbaren mittels Batteriespeicher oder anderen Speichertechnologien. Ich glaube, das wird ein großes technologisches Thema der Zukunft werden, und hier stellt sich genau wieder die Frage, wie tun wir das? Und jetzt habe ich meine größten Befürchtungen, dass wir wieder sagen, das wird ein reguliertes Geschäft. Und das ist die Diskussion. Wenn wir das wieder in die Regulierung geben, dann wird es wiederum ein Förderfall der Extraklasse. Das heißt, wenn wir Speicher machen und Speichertechnologien in den Markt bringen, dann müssen die auch im Markt stehen. Wir brauchen auch den Wettbewerb dieser Speicher untereinander. Deshalb ist es auch eine Diskussion, die auch vehement jetzt auch auf europäischer Ebene diskutiert wird. Sind Speicher Teil des Netzes oder sind Speicher Teil des Wettbewerbs?
Und ich warne davor, zumindest aus meiner Sicht, wenn wir das wiederum in das regulierte Geschäft gehen, dann können wir eigentlich das vergessen, was wir vor 15 oder 20 Jahren begonnen haben. Dann machen wir wieder ein reguliertes Geschäft über alles drüber und sparen wir uns die ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben. Kleine ketzerische Frage, spielt dabei eine Rolle, dass Sie besonders viele Speicher haben, die bezahlt und gut im Markt sind? Ich glaube, um das geht es gar nicht. Ich meine, als Betreiber kann es mir mal grundsätzlich egal sein, ob das regulierte System die bezahlt oder der Markt. Verstehen Sie? Das ist also nicht die Themenstellung dahinter. Ich glaube, dass wir gut daran getan haben, dass wir auch da einen Wettbewerb haben. Was aber zuerst gesprochen wurde, ist, was notwendig wäre, ohne dass wir jetzt Superbehörden in Europa schaffen müssen. Wir sollten die unterschiedlichen Zugänge zu diesen Themen synchronisieren. Das heißt also, wir haben heute, ein Pumpspeicher ist in Österreich ein Endverbraucher, ja, und hat damit die Kosten, die Umlagen zu bezahlen wie ein Endverbraucher. In Deutschland ist er kein Endverbraucher. Also wenn es nach dem geht, wäre es mir lieber, die Speicher alle nach Deutschland zu schieben. Also das wäre also von der wirtschaftlichen Seite ein anderer Zugang. Geht nicht. Das heißt, wir müssen synchronisieren. Es geht auch nicht, den Wettbewerb zu diskutieren, diesen Speicher, Pumpspeicher oder Batteriespeicher. Wir werden alle Speichersysteme brauchen. Das heißt, wir brauchen auch hier die Symbiose dieser Speichertechnologien, die unterschiedliche Wertigkeit aufweisen. Herr Hartmann. Ja, ein paar Bemerkungen, mit das Letzte anzufangen. Ich glaube das auch, dass am Ende der Markt viel besser imstande ist, durch Innovationen zu etwas zu kommen und Preissenkungen zu ermöglichen, statt alles zu subventionieren. Aber ein paar Bemerkungen an ihn. Mehr Kupferstellen und mehr Bauen und Treue. Also ich bin Übertragungsnetzbetreiber, ich bin also ein Monopolist. All meine Kunden sind mir treu. Es ist also es schreckliche Menschen, aber wenn man es isst, ist es schon herrlich, kann ich Ihnen sagen. Ist eine, aber zu das Bauen müssen Sie realisieren. Das Bauen von Kraftwerk oder ein Windpark oder eine Solaranlage nimmt höchstens 4 Jahre. Und das Bauen von einer Verbindung kostet 15 Jahre, wenn es gut geht. Hat viel Akzeptanzthemen, viel internationale Abstimmung. Und wir haben überhaupt ein Netz in Europa, das in den 60er, 70er Jahren gebaut wurde, um einander zu helfen in Notfällen. Und durch unsere Änderung, unseren Markt und durch Erneuerbaren sind das inzwischen Autobahnen geworden, wo ohne Ende transportiert werden muss. Also ich bin auch für mehr Kapazität. Wir bauen auch viel daran. Aber wir müssen uns auch realisieren, dass wenn ein Preisunterschied ist zwischen das eine oder andere Land, lass uns mal das Beispiel Deutschland und Österreich nehmen, dann, und da ist ein Riesenunterschied im Preis, dann brauchen wir so viel Kupferstellen, bis alles transportiert werden kann. Wir müssen also auch in Europa eine vernünftige Entscheidung treffen, um eine Kupferplatte zu verhindern. Also was akzeptieren wir an Redispatch und Regelung von Energie, ohne Ende zu investieren? Herr Pekres, erneuerbare Energien und Speicher, wie passen die zusammen? Welche Entwicklung sehen Sie und bedarf es einer Regulierung? Muss der Gesetzgeber das Thema wie anpacken unter Umständen? For sure, renewable and storage are intimately linked and when we see in Europe, for example, or close to Europe, some closed grid take places like Israel, Ireland, which are closed grids, which are developing a lot of intermittent renewable. At the same time, they develop a lot of pump storage to accommodate. So there is a natural marriage between the two. And I think that will be the case in Europe also. And the solution to this intermittency, as I said, will be a combination of maximizing hydro pump storage, and the Alps can be a great battery for the European market and the connections are in place. And I don't think that will require much regulation because it is there. Scalable, economical battery technologies, which will take probably a few years to come and which will be driven primarily by the development of the electrical vehicles rather than the energy. Development of some hybrid solutions. I mentioned wind hydro, wind solar. There are ways where you can get to a better production profile. And the last thing I would say, it's also accommodate better volatility via better forecasting.
when we discuss the impact that software and digital industrial can have on the energy industry in Europe. It's also about forecasting weather and forecasting the production of intermittent energy, which makes the life of the grid operators much better. So I don't think that would require much regulation. I think the force of the market will make it happen. Ja, ich bekomme schon erste Hinweise, die Zeit drängt, aber wir haben noch eine Frage, die Zeit wollen wir uns nehmen und ich weise aber jetzt schon mal darauf hin, dass wir pünktlich um 14 Uhr weitermachen, aber bitteschön. So, Mikro läuft, okay, super. Also Wagner, beratende Ingenieure, Dubai, München und Algier. Ich wollte eigentlich nur auch noch mal auf das Gleiche kommen, 7 Cent EEG-Umlage, wie viel kostet Strom oder diese, also auch an dem gleichen Argument noch mal anhaken. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, der Energiemarkt war schon immer reguliert, also er ist immer reguliert, er war schon im Altertum reguliert, schon die Antike kannte das. Ihn nicht zu überregulieren, bin ich d'accord, muss nicht sein, aber es hat immer Instrumente gegeben. Das war damals Holzeinschlag, also das alte Griechenland ist untergegangen, als kein Holz mehr da war und keine Flotte mehr gebaut werden konnte. Sowas haben wir heute zwar nicht mehr in der Art und Weise, aber Energiemärkte sind reguliert, dass das eine. Das zweite ist, ich wollte fragen, ist hier irgendjemand im Saal aus der Rückversicherungsbranche? Weil wenn wir hier über Dekarbonatisierung reden und Umbau von Kraftwerksparks und alles, was da dazugehört, dann haben diese Leute ja doch ein bisschen was vielleicht mitzureden, beziehungsweise sie bekommen es im Moment ab. Also wenn ich heute früh sehe, wie im Piemont die Erde wegrutscht aufgrund von Klimaveränderungen, das sind ja Dinge, die hier so nicht thematisiert werden, die aber ja über mehrere Stationen mit dranhängen. Und das ist vielleicht auch irgendwie nochmal so ein Gedanken. Eine Gedankengeschichte, die man irgendwie, das ist eine Kosten, die an anderer Stelle entstehen, aber wie will ich die berücksichtigen oder muss ich ja eigentlich auch berücksichtigen und da fange ich ja an, ein Stück weit zu regulieren, weil ich sehe an einer ganz anderen Stelle, was jetzt, was ich irgendwie aufnehmen muss in dieses Gesamtkonstrukt Kohlendioxid, Klima und so weiter, da fange ich an. Also Sie spannen da den ganz großen Bogen. Ja, völlig zu Recht. Aber ist, wir reden ja hier über ganz kleine Aspekte, aber letzten Endes hat diese ganze Entwicklung ja angefangen, weil wir festgestellt haben, dass wir mit unserem Planeten so nicht weitermachen können. Also ich mache einen Vorschlag. Wir lassen das als Schlussbemerkung stehen für diese Runde. Schönen Dank und schönen Dank, dass Sie hier mitgemacht haben. Und jetzt gönnen wir uns aber erstmal eine verkürzte Mittagspause. Machen pünktlich weiter. Danke. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich hoffe, Sie haben sich gestärkt in unserer kleinen Mittagspause. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur zweiten Runde. Und ich habe Ihnen schon angekündigt, unseren Chef BK, wie man so schön heißt, unseren Energieexperte in der Bundesregierung, der schon viele, viele Jahre das Thema Energie begleitet. Ich freue mich sehr, dass er heute Nachmittag bei uns ist und uns die große Rede auch zum Thema Energie und europäische Perspektive zum Thema Energiepolitik liefert. Herzlich willkommen, lieber Peter Altmaier. Du hast das Wort. Schön, dass du da bist. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Thomas Bareis, lieber Karl Hohlmeier, meine sehr verehrten Damen und Herren, on revient toujours à ces premiers amours. Wenn man sich mit einem Thema mal beschäftigt hat, dann kommt es einem kaum mehr aus dem Sinn und aus den Gedanken. Und die Fraktion erinnert mich auch immer wieder daran, dass wir öffentlich Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir vorhaben und schon erreicht haben und auch vielleicht nicht erreicht haben. Auch wenn das Thema Energiewende, europäischer Strommarkt nicht ein Thema ist, das die Schlagzeilen der Titelseiten der Zeitungen bestimmt, so ist es eines, was für die Wettbewerbsfähigkeit von Europa und von Deutschland und insgesamt von erheblicher und enormer Bedeutung ist. Ich hatte ja die große Freude und die Ehre, im Jahre 2012 Umweltminister zu werden, zu einem Zeitpunkt, als wir den Atomausstieg gerade mal ein Jahr beschlossen hatten, und zu einem Zeitpunkt, als die Energiewende als solche von vielen noch bekämpft wurde und von anderen mit vielleicht zu hohen Erwartungen überfrachtet waren, vor allen Dingen die Strompreise außer Rand und Band waren und niemand wusste, ob wir es überhaupt schaffen würden, das in ein einigermaßen vernünftiges Korsett zu bringen. Das war deshalb so wichtig,
Und da muss man auch die Bereitschaft haben, sich anzulegen mit Interessengruppen. Da muss man die Bereitschaft haben, auch mal steile Thesen zu äußern, um die Notwendigkeit einer vernünftigen Organisation der Energiewende in die Köpfe hineinzubringen. Das ist nämlich kein Spielzeug, sondern es ist eine der zentralen globalen Herausforderungen. Wie können wir es schaffen, dass bei einer Weltbevölkerung, die rasant gewachsen ist und immer noch wächst, die einen rasant wachsenden Energieverbrauch in den nächsten Jahren haben wird, wie können wir es erreichen, dass wir Marktwirtschaft, Konsum und Klimaschutz und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen unter einen Hut bringen. Das ist alles andere als einfach. Schauen Sie sich um in China, schauen Sie sich um in anderen Schwellenländern. Dort werden eben nicht nur Photovoltaikanlagen und Windräder gebaut, dort werden Kohlekraftwerke in Betrieb genommen, dort werden Atomkraftwerke neu gebaut und in Betrieb genommen. Mein chinesischer Kollege sagte mir seinerzeit, wir können uns nicht nur für eine Energieart entscheiden, unser Energie- und Strombedarf wächst so rasant, dass wir alle verfügbaren Energiequellen nutzen müssen, die erneuerbaren und die konventionellen gleichhin. Und jetzt ist die Rechnung ganz einfach. Wenn wir zulassen und erleben, dass wir den wachsenden Energiebedarf weltweit im Wesentlichen durch konventionelle, das heißt fossile oder nukleare Energieträger decken, dann werden wir erleben, dass wir die CO2-Produktion weltweit in Größenordnungen treiben, die dann auch das Leben der Menschen hier in Deutschland in 20, 30, 40, 50, 60 Jahren belasten und verschlechtern werden, obwohl das CO2 vielleicht auf der anderen Seite des Globus in einem Land, von dem wir es uns heute noch gar nicht vorstellen können, produziert worden ist. Wahrscheinlich ist aber, dass es in China oder in Indien produziert worden ist. Beide Länder haben jeweils 1 Milliarde Einwohner. Beide Länder haben ein hohes jährliches Wachstum. Und in beiden Ländern schaut die Bevölkerung nach USA und nach Europa. Sie sieht unseren Lebensstandard und sie möchte diesen Lebensstandard für sich in Anspruch nehmen. Und deshalb werden wir Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität für alle nur erreichen können, wenn wir zeigen, dass es möglich ist, Energie zu erzeugen, die sauber ist, die beherrschbar ist, die bezahlbar ist und die nicht dazu führt, dass die wirtschaftlichen Grundlagen des eigenen Landes ruiniert werden. Deshalb haben die Grünen immer etwas gesagt, was meinen heftigen Widerstand hervorgerufen hat, obwohl ich mit vielen Grünen auch durchaus freundschaftlich verbunden bin, aber beim Dienst hört die Freundschaft auf. Die grüne These war für viele Jahre, die Energiewende muss gelingen, koste es, was es wolle. Das war dann von vielen auch wortwörtlich so gemeint. Und einige sagten dann ganz verschämt, wenn es anders nicht geht, müssen wir unseren Wohlstand halt eben etwas reduzieren. Davon sterben wir doch nicht und ein bisschen mehr in die Energieversorgung investieren. Ich sage Ihnen, eine Energiewende, die nicht bezahlbar ist, die dazu führt, dass Deutschland von Platz 5 der wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt auf Platz 15 oder 25 abrutscht, eine solche Energiewende wird uns niemand abkaufen. Eine solche Energiewende wird weder in Südafrika noch in China, nicht in Indien und nicht in Pakistan umgesetzt. Sondern wir werden diese Energiewende als Modell nur dann an die Frau und an den Mann bringen, wenn es bewiesen ist, dass eine Volkswirtschaft von der Größe Deutschlands mit dem Energieverbrauch Deutschlands diesen Übergang gestalten und schaffen kann. Und deshalb war es so notwendig, dass wir uns über Einspeisevergütungen unterhalten haben, über die Frage, wie wir die Energiewende organisieren, wie wir Ausbauziele festlegen. Und wir haben in den letzten 4 Jahren im Grunde mehr erreicht, als manche uns zugetraut hatten. Zumindest haben wir Ordnung in die Veranstaltung gebracht und die Preisentwicklung hat sich verändert. Wir haben die erste große Tat war, dass wir mit der Photovoltaiknovelle im Jahre 2012 den riesen Ausbauboom an Photovoltaikanlagen nicht zerstört haben. Er ist sehr stark reduziert worden, aber auf ein erträgliches Maß. Und der entscheidende Punkt war, dass Innovation immer nur dann stattfindet, wenn sie erzwungen wird durch die Notwendigkeit, im Wettbewerb einen Vorteil zu erzielen, den man anders nicht erzielen könnte. Solange wir für Freiflächenanlagen noch 11, 12, 10 Cent pro Kilowattstunde geboten haben, solange wir für Dachanlagen 30, 25, 20 Cent pro Kilowattstunde gezahlt haben, war die Notwendigkeit zur Innovation eine begrenzte. Und als wir dann aber irgendwann gesagt haben, wir machen eine
Wir machen eine Mechanik in dieses Gesetz, die dazu führt, dass mit schnellerem Ausbau die Vergütungen schneller nach unten gehen, hat sich plötzlich gezeigt, welche innovative Kraft in der Photovoltaik steckt. Sie ist überhaupt nicht zum Erliegen gekommen. Es werden jetzt wieder neue Freiflächenanlagen gebaut. Und es ist bei der letzten Versteigerung, das kann ich glaube ich sagen, ist ein Angebot abgegeben worden, das bekam den Zuschlag auch, für eine Freiflächenanlage unter 7 Cent die Kilowattstunde. Das hätte, als ich Umweltminister wurde, niemand für möglich gehalten, dass die Photovoltaik unter 7 Cent die Kilowattstunde anbietet und damit in der Größenordnung dessen liegt, was mit neuen Kohle- Gaskraftwerken zu zahlen ist, wenn sie sich refinanzieren wollen und nicht einfach nur den Strom kostendeckend produzieren. Wir haben in der Großen Koalition die Kraft gefunden, das EEG zweimal zu reformieren, 2014 und 2016. Und wir haben damit erreicht, dass wir die Wende zur Marktwirtschaft in der Stromversorgung, zumindest im Bereich der erneuerbaren Energien, schaffen. Wir werden ab 2017 Ausschreibungen machen. Dann bekommt derjenige den Zuschlag, nicht nur in der Photovoltaik, auch beim Wind, der das günstigste Angebot abgibt. Und das ist ein weiteres Incentive für Innovation. Wir haben den Strommarkt neu geordnet. Da geht es um die Frage, wie können wir Versorgungssicherheit zu bezahlbaren Preisen sicherstellen. Da wollten einige, dass wir Kapazitätsmärkte schaffen. Wir hatten das Gefühl, dass man damit neue Subventionstöpfe eröffnet und dass wir auf die Kräfte des Marktes setzen sollen, das heißt auf gut Deutsch Energy Only Markt, und das haben wir durchgesetzt und die Beteiligten können sich darauf einstellen. Wir haben erreicht, dass wir verbindliche Ausbaukorridore für die erneuerbaren Energien festgelegt haben. Diese Ausbaukorridore sind, was die Windenergie angeht, im letzten Jahr ziemlich stark übertroffen worden. Das ist bei dem heutigen System der Einspeisevergütung auch nicht zu verhindern gewesen, aber wenn ausgeschrieben wird, kann man kilowattgenau diese Ausbaukorridore einhalten, und das heißt, es wissen alle, worauf sie sich einzustellen haben. Die Betreiber von Braunkohlekraftwerken, die Betreiber von Steinkohlekraftwerken, die Betreiber von Gaskraftwerken und die Produzenten von erneuerbaren Energien. Damit haben wir Planungssicherheit bis weit über das Jahr 2035 hinaus. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden viel Innovation brauchen in Deutschland, weil das, was wir bei der Photovoltaik gesehen haben, wo die Dachanlagen kombiniert werden mit Stromspeicheranlagen, um den Eigenverbrauch zu unterstützen. Das ist nur der Anfang einer Bewegung, wo wir die Energiewende so vernetzen müssen, dass wir sowohl bei Demand-Side-Management wie bei Supply-Side-Management die Flexibilität bekommen, die es in der Energiewende geben muss. Es wird immer weniger Grundlast geben, weil die Erzeugung der Energie sehr volatil ist, sondern es wird so etwas geben wie Wechsellast, zuschaltbare Lasten, die man dann zuschaltet, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und es draußen vielleicht ziemlich kalt ist. Das alles sind Dinge, die uns bevorstehen und wo wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass der Weg, den in der Großen Koalition eingeschlagen worden ist, in den nächsten Jahren nicht verwässert oder umgekehrt wird. Wir haben nur eine Chance, wenn die Energiewende in Deutschland sich vernünftig und marktwirtschaftlich entwickelt. Und das bringt mich dann zu der Frage des europäischen Energiebinnenmarktes. Nachdem wir in Deutschland im Rahmen unserer nationalen Zuständigkeiten die Dinge in eine vernünftige Entwicklung gebracht haben, müssen wir jetzt den europäischen Energiebinnenmarkt in den Blick nehmen. Und es gibt eine ganz einfache Faustformel, die gilt für die Produktion, die gilt für die Produktion von Autos und Waschmaschinen, genauso wie für die Erzeugung von Energie. Je größer der Binnenmarkt ist, je besser er funktioniert, desto günstiger ist es für alle Verbraucher. So, und das muss man in der Praxis umsetzen. Es ist aber ein schwieriger Weg bis dorthin. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir diese deutsche Energiewende auch in den europäischen Kontext einbetten. Wir haben lange darüber diskutiert nach Paris bei dem deutschen Klimaschutzplan und der Frage seiner Umsetzung, wie wir uns denn aufstellen wollen. Und früher waren wir immer der Auffassung, wir laufen sozusagen weit genug vorne weg, dann werden die anderen schon irgendwo nachkommen. Das hat auch viel Argumente für sich. Aber umgekehrt ist es auch so, wenn man sich zu weit entfernt, dann verliert man den Sichtkontakt und dann wissen die anderen nicht mehr, in welche Richtung sie laufen sollen. Also müssen wir versuchen, auch den europäischen Geleitzug im Blick zu haben.
Wir haben deshalb in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, nicht, dass wir irgendeinen Klimaschutzplan machen, sondern dass wir einen Klimaschutzplan machen im Lichte der Ergebnisse der Klimakonferenz von Paris. Und deshalb haben wir ihn jetzt gemacht, vor Marrakesch. Und wir haben darin keine Ziele verschärft, wir haben keine neuen einseitigen nationalen Ziele definiert, aber wir haben gesagt, wie wir uns vorstellen, dass diese Ziele, die wir uns schon vor Jahren und Jahrzehnten gesetzt haben, wie diese Ziele umgesetzt werden. Und im Klimaschutzplan von Paris, also im Klimaabkommen von Paris, wird im Grunde das umgesetzt, was die Europäer, die Deutschen und alle anderen sich vor Jahr und Tag als Ziel gegeben haben, nämlich eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis 2050 um 80 bis 95%. Einige hätten lieber in Richtung 95% gehen wollen. Andere hätten lieber unter die 80 gehen wollen. Wir haben gesagt, es hat einen Wert an sich, dass man die Ziele, die man sich einmal gesetzt hat, nicht alle 2 oder 3 Jahre wieder modifiziert, ummodelt und ändert, sondern dass wir genau diese Ziele einhalten, die wir uns gegeben haben. Und nun hat Frau Hendricks einen Versuch gemacht, der ihr viel Kritik eingebracht hat, der aber, was die Provokation angeht, auch zu einem guten Nachdenken führen kann. Nämlich sie hat gesagt, ich lege einmal CO2-Ziele für 2035 fest. Wenn ich nämlich weiß, ich muss 2050 80 bis 95% reduzieren und dann muss ich ja für 2035 oder 2030 ein Ziel haben, was zumindest die 80% als möglich erscheinen lässt. So, und dann hat sie angefangen und hat ein paar Vorschläge gemacht, die allesamt aus Sicht der Union nicht zielführend, weil nicht marktwirtschaftlich waren. Das war das Verbot der konventionellen fossilen Heizungen ab 2030. Das haben wir rausgestrichen. Wir haben gesagt, wir wollen die Alternativen fördern. Das ist richtig, aber wir wollen nicht die vorhandenen verbieten. Wir haben in der Frage, ab wann die Autos nur noch mit Elektromotoren fahren, gesagt, wir wollen auch nicht sagen, ab 2030 nur noch alternative Antriebe. Wobei, make no mistake about it, diese Entwicklung, ob es Elektroautos gibt und wenn ja, wie viele, die wird von ganz anderen Kräften getrieben als von Klimaschutzplänen von Regierungen. Wenn wir dort hineinschreiben, dass es nur noch Elektrofahrzeuge gibt, dann bedeutet es nicht, dass die deutschen Automobilbauer die Kurve rechtzeitig kriegen. Und wenn wir nichts hineinschreiben, so wie wir es jetzt getan haben, dann bedeutet es aber auch nicht, dass uns diese ganzen Fragen der Transformation erspart bleiben. Wenn wir mit Mobilitäts- und Verkehrsexperten der Deutschen Bahn, der Berliner Verkehrsbetriebe und anderen reden, die sind in Gedanken schon viel weiter. Die sind in Gedanken schon bei quasi autofreien Innenstädten, mit hoher persönlicher Mobilität, wo nicht sozusagen das persönliche Auto, das man persönlich besitzt und das 80% der Zeit leer steht, entscheidend ist, sondern wo es maßgeschneiderte Busse im ÖPNV und Personenautos gibt, die man per Knopfdruck über Smartphone innerhalb von wenigen Minuten herbeirufen kann, zum Einkaufen, zum Ausgehen und wozu auch immer, und die man nur dann benutzt, wenn man sie auch wirklich braucht, und in der Zwischenzeit nehmen sie andere Aufgaben wahr. Das normale PKW-Auto steht 70% der Zeit dumm rum, ungenutzt dumm rum, muss aber in der ganzen Zeit bezahlt werden. In Zukunft wird es immer noch möglich sein, sich ein Elektroauto zu kaufen und auch 70% der Zeit dumm rumstehen zu lassen. Wer das möchte, kann es sich leisten. Ja, natürlich. Es gibt ja auch andere Leute, die kaufen sich ein Kaffeeservice und benutzen es einmal an Weihnachten und einmal an Ostern. Das ist die Freiheit in einer Marktwirtschaft. Aber es wird viele Menschen geben, die sagen, ich kann einmal mehr im Jahr in Urlaub fahren, wenn ich kein eigenes Auto mehr habe, sondern per Smartphone das Auto dann in Anspruch nehme, wenn ich es auch tatsächlich brauche. Und diese ganzen Entwicklungen werden stattfinden. Und deshalb müssen wir auch mal darüber nachdenken, wie wir denn unsere Einsparziele erbringen und in welchen Bereichen. Frau Hendricks hat einen Vorschlag vorgelegt für sektorspezifische Ziele. Da haben viele gesagt, ja, die Landwirtschaft kann ja nicht so viel einsparen. Das haben wir auch vertreten, weil wir traditionell ein gutes Verhältnis zur Landwirtschaft haben. Der Verkehr kann auch nicht so viel einsparen. Also haben wir den Verkehr auch gut behandelt. Wir sind ja auch das Autoland und wollen es in Zukunft bleiben. Ja, und dann haben wir aber festgestellt, wenn man dann 2030 die Ziele erreichen will, dann muss man das, was man bei Landwirtschaft und bei Verkehr eingespart hat, entweder der Energieerzeugung, dem Gebäudesektor oder der Industrie aufbürden. Und die haben sich bedankt. Die haben sich bedankt und da gab es große Debatten und Diskussionen. Wir haben jetzt einen, wie ich finde, sehr klugen Kompromiss gefunden. Wir haben diese Ziele verabschiedet, haben aber gesagt,
die werden dann nochmal revidiert und im übernächsten Jahr. Und dann wird man schauen, wo man steht und wie man sie anpassen muss, wie die technologische Entwicklung bis dahin geht und ob wir für die einzelnen Sektoren das alles richtig gewichtet haben oder auch nicht, anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen. Aber eines ist klar. Wir müssen uns mit dieser Frage beschäftigen. Und wenn man nicht möchte, und das sage ich an die Adresse der anwesenden Industrievertreter, wenn man nicht möchte, dass am Ende über all diese Fragen Beamte an ihren Schreibtischen entscheiden oder Politiker in der Bundesregierung entscheiden, dann muss die Wirtschaft, dann müssen die Automobilbauer, dann muss die Landwirtschaft sich Gedanken machen, wie sie eigene Klimaschutzziele so entwickelt, dass es ihren industrie- und wirtschaftspolitischen Zwecken entspricht und dass es umgekehrt aber auch zu den gewünschten umweltpolitischen Anforderungen und Ergebnissen kommt. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir sehr viel CO2 einsparen können über die Digitalisierung und die Automatisierung. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir sehr viel erreichen können, sowohl für die Versorgungssicherheit wie für die Bezahlbarkeit, wenn wir die europäische Energie- und Klimapolitik weiter in den Vordergrund stellen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir an dieser Stelle in einem spannenden Diskussionsprozess. Der bezieht sich auf so ganz konkrete Fragen, wie zum Beispiel die Versorgungssicherheit beim Thema Gas. Wir werden es jetzt zum dritten Mal nacheinander schaffen, dafür zu sorgen, dass die Gasspeicher der Ukraine auch im Winter über gefüllt sind und dass die Menschen dort nicht frieren müssen und dass die Produktionsprozesse nicht völlig zum Erliegen kommen. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt der Herausforderung, der wir uns gegenüber sehen. Wie können wir Versorgungssicherheit beim Thema Gas auf Dauer und in ganz Europa gewährleisten? Zunächst einmal auch hier Marktwirtschaft. Wenn man einen funktionierenden Markt hat, wird es auch dazu beitragen, dass Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das haben wir beim Strommarktdesign übrigens für den Strom genauso entschieden und sind im Augenblick dabei, es umzusetzen. Und deshalb, wir haben in Deutschland die Gasmärkte liberalisiert. Das war eine hoch umstrittene Entscheidung. Sie ist aber sind noch nicht in allen unseren Nachbarstaaten liberalisiert. Deshalb möchte ich die Kommission ermuntern, dass sie weiter darauf setzt, dass überall die Gasmärkte liberalisiert und stärker marktwirtschaftlich organisiert werden. Wir haben das Unbundling. Das ist ebenfalls ein sehr strittiges Thema. Da gibt es auch heute noch, wenn es zum Beispiel um das Unbundling bei den Stromnetzen und der Stromproduktion geht, ganz unterschiedliche Auffassungen, ob das klug oder richtig war. Ich will mich darin nicht einmischen, aber eines ist auf jeden Fall richtig. Wenn wir es machen, dann nach Möglichkeit überall in Europa oder gar nicht. Und deshalb bin ich der Auffassung, nachdem wir uns dafür entschieden haben, auch beim Gas, dass wir das entsprechend tun sollen. Zweitens, gegenseitige Unterstützung in Notsituationen. Ja, das ist richtig. Wir beraten deshalb derzeit die Gasversorgungssicherheitsverordnung in Brüssel. Und dort sehen wir noch einigen Nachhol- und Anpassungsbedarf. Vor allen Dingen die Organisation der regionalen Zusammenarbeit. Da muss ein risikobasierter Ansatz im Vordergrund stehen. Wir sind der Auffassung, dass abhängig von den konkreten Herausforderungen die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Nachbarn zweckdienlich zu schaffen ist, anstatt verpflichtende regionale Cluster vorzuziehen. Das Zweite ist die Ausgestaltung der Solidaritätsverpflichtung. Wir müssen im Vorfeld vor allen Dingen, wenn es auch dann bis zu Enteignungen geht, die Frage der Kosten und der Kompensationsfragen klären. Bei der Frage der Transparenz von Lieferverträgen ist es für uns jedenfalls wichtig, dass auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden, wie das in anderen Bereichen auch der Fall ist. Und die Frage ist, ob es richtig ist, wenn sensible Informationen wie Preise oder Liefermengen dann auch an andere Wettbewerbsteilnehmer gelangen und es am Ende dazu führt, dass sich zwar keine Kartelle bilden, aber dass die Wirkungen im Ergebnis genau so sind. Der dritte Punkt ist die Diversifizierung. Wir sind sehr dafür, dass wir bei der Diversifizierung auf verschiedene Arten, Quellen und Lieferwege setzen. Und deshalb begrüßen wir auch ausdrücklich, dass der südliche Gaskorridor voranschreitet und dass auch der Gasbezug aus Aserbaidschan Gestalt annimmt. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach betont, dass wir einen marktbasierten Ausbau der Infrastruktur wollen.
der sich an Bedarf und an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientiert. Das gilt dann übrigens auch für den Ausbau von LNG und von Speichern. Wir haben nach der Ukraine-Krise und nach der Debatte über Versorgungssicherheit eine große Renaissance gehabt beim Ruf nach dem Bau von neuen und zusätzlichen LNG-Terminals. Ich kenne auch zwei Städte in Deutschland, die im Wettbewerb miteinander stehen, wo ein solches Terminal gebaut werden soll. Delegationen waren schon beim Wirtschaftsminister, beim Kanzleramtsminister und überall. Ich empfange die auch sehr gerne und rede mit ihnen darüber, aber Tatsache ist natürlich, dass wir im Augenblick in Europa sehr viele LNG-Terminals haben, die gar nicht ganz ausgelastet sind. Und dass wir sehr genau aufpassen müssen, dass wir am Ende nicht Investitionsruinen dastehen haben, die am Bedarf und an der Situation vorbeigebaut worden sind. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass sich die Mitgliedstaaten auch untereinander abstimmen müssen, mit Blick nicht nur auf den Bau, sondern auf die grenzüberschreitende Nutzung von LNG-Terminals und von Speichern. Das sind Beispiele, wo wir mehr Europa brauchen und wo Europa sicherlich hilfreich ist. Wir schauen mit großem Interesse, mit ein bisschen Sorge und mit ein bisschen Hoffnung auf das Winterpaket, das die Kommission dabei ist, im Hinblick auf den Strommarkt zu erstellen. Und wir wünschen uns natürlich, dass unsere deutsche Energiewende sich in dieses Winterpaket bruchlos und nahtlos einpassen kann und dass wir die ambitionierten Energie- und Klimaziele, die wir bis 2030 auf europäischer Ebene verständigt haben, dass wir die in einer vernünftigen, und ich wiederhole das Wort zum 10. Mal, marktwirtschaftlichen Art und Weise umsetzen. Das zentrale Element wird der Verordnungsvorschlag sein für das europäische Strommarktdesign. Wir haben in den vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in den Niederlanden und anderswo über Strommarktdesign diskutiert. Wir würden uns, das sage ich an die Adresse der anwesenden Kommissionsvertreter, ein klares und aufmunterndes Signal für den Energy-Only-Markt sehr wünschen, weil wir glauben, dass er in den allermeisten europäischen Ländern bereits auf dem Weg zur Umsetzung ist und weil wir glauben, dass er auch auf europäischer Ebene funktionieren wird. Und deshalb brauchen wir dann natürlich, wenn der Energy-Only-Markt funktionieren soll bei der Versorgungssicherheit, brauchen wir eine Stärkung von Preissignalen und die Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage. Das ist überhaupt gar kein Punkt. Wir werden auch in den Monaten, die vielleicht alle 10 Jahre einmal passieren, dass wir minus 20 Grad haben im Januar, dass Schnee auf den Photovoltaikdächern liegt, die Windräder sich nicht drehen, weil es windstill ist und außerdem ist es duster und dunkel und nachts und die Leute brauchen mehr Strom, weil sie es mollig warm haben wollen und die Industrie arbeitet natürlich auch unter diesen Voraussetzungen weiter, dann brauchen wir trotzdem Versorgungssicherheit. Und die wird von privaten Akteuren selbstverständlich gewährleistet werden, wenn man dann in einer solchen Situation, die sich alle 10 Jahre wiederholt im Durchschnitt, dann auch entsprechende Strompreise hat für einen kurzen Zeitraum, die es ermöglichen, sich dann zu refinanzieren. Und das ist etwas, was wir draußen diskutieren müssen. Es geht nicht darum, dass die Tasse Kaffee, die Sie sich dann morgens kochen, plötzlich 120 Euro kostet. Der Verbraucher wird es nicht spüren, weil der einen Tarif kauft bei seinem Stromversorger und dieser Tarif ist ganzjährig und diesen Schwankungen nicht unterworfen. Aber der Stromversorger bei seiner Kalkulation, der wird sich darauf einstellen müssen, dass es passieren kann, dass in 2 oder 3 Stunden im Jahr die Strompreise wesentlich höher liegen als sonst und dann schaffen wir die Möglichkeit, dass sich Geschäftsmodelle rentieren. Wir müssen Angebot und Nachfrage zur Deckung bringen. Wir haben beispielsweise heute die Situation, dass wir mit erneuerbaren Energien vor allen Dingen im Sommer große Beute machen. Im Sommer scheint die Sonne, im Sommer weht der Wind, im Sommer wächst die Biomasse. Das heißt, im Sommer haben wir heute schon Tage, wo praktisch der gesamte Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann. Zum Beispiel am Pfingstwochenende, wenn alle unterwegs sind und mit Holzkohle grillen, wenn die Unternehmen und die Fabriken nicht arbeiten, dann kann es passieren, dass wir mit erneuerbaren Energien wunderbar auskommen. Und da die Produktion von erneuerbaren Energien nach dem Korridor weiter zunehmen wird, werden solche Tage weiter zunehmen und wir werden in Zukunft dann in den Sommermonaten generell günstigen Strom haben. Und da muss man sich überlegen, ob man dann nicht bestimmte
Anreize gibt, damit sich auch Produktionsprozesse umstellen können. Um Ihnen ein kleines Beispiel zu nennen, ich habe ein großes Recyclingcenter in Westfalen vor einigen Jahren als Umweltminister besucht. Die sammeln den ganzen Sommer über in riesigen alten Werkshallen Gebirge voll Gips, der aus Kohlekraftwerken kommt. Das ist das Ergebnis der Rauchgasentschwefelung. Und dann fangen sie im Winter an und produzieren die Re-Gips-Platten, die dann, wenn der deutsche Heimwerker aus seinem Winterschlaf im März erwacht, in den Bauhäusern dieser Republik zu günstigen Preisen angeboten werden. Nun kann man sich natürlich auch vorstellen, dass diese Re-Gips-Platten nicht im Winter, sondern im Sommer produziert werden und dann gelagert werden, so wie heute die Gipsberge gelagert werden. Das wird der Unternehmer aber nur dann machen, wenn die Preissignale so sind, dass er einen Wettbewerbsvorteil davon hat, wenn er im Juni, Juli, August produziert und nicht im Dezember, Januar, Februar. Und so gibt es viele Dinge, die wir noch gar nicht ausprobiert haben, die noch gar nicht erprobt sind, die dazu beitragen können, dass wir diese Flexibilisierung bekommen. Und wenn Europa uns dabei helfen kann, Preissignale zu stärken, Angebot und Nachfrage in den Vordergrund zu setzen, dann werden wir diese Entwicklung haben. Wir sind auch der Auffassung, dass wir beim Thema Versorgungssicherheit grenzüberschreitend zusammenarbeiten müssen. Allerdings sind wir auch der Auffassung, dass wir, wenn ich das mal an dieser Stelle so frank und frei sagen darf, dass wir auch aufpassen müssen, dass durch fehlende Leitungen und fehlende Konnektivität nicht absurde Ergebnisse bei der Umsetzung der Energiewende entstehen. Und das ist das ganze Thema der Redispatch-Kosten. Wir hatten also eine Situation, dass wir in großem Umfange Strom produzieren in Norddeutschland. Der wird dann auch gekauft zu sehr günstigen Preisen. Dann kann er nicht geliefert werden, weil die Leitungen fehlen. Und deshalb wird er dann sozusagen Ersatz beschafft in Nachbarländern im Süden, dort, wo er eigentlich hätte hingeliefert werden sollen, was für die betreffenden Länder ein gutes Geschäft ist, für die Verteilnetzbetreiber allerdings eine ziemliche Katastrophe und für den Kunden natürlich auch. Und deshalb müssen wir erreichen, dass Redispatch weniger wird. Er wird nie ganz verschwinden, aber dass wir jedenfalls die Leitungen ausbauen und dass wir auch die Regulierung so machen, dass wir in diesem Bereich Erfolg haben. Wir haben dann einen Vorschlag zur Gegenwärtigung, zur Überarbeitung der Richtlinie für erneuerbare Energien. Und noch da erhoffen wir uns einen verlässlichen Rahmen für die Umsetzung des 2030er-Ziels der EU. Und das, was ich vorhin zur EEG-Novelle 2016 gesagt habe, gilt auch hier. Um es klar und deutlich zu machen, wir glauben nicht, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll und dass unsere Antworten immer die besten sind per se. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Marktwirtschaft, die ja nicht in Deutschland erfunden worden ist, sondern zum Beispiel in England und in anderen Ländern, dass die Marktwirtschaft sich bewährt hat und dass wir deshalb überall in den nationalen Strommärkten und bei den Förderregelungen für erneuerbare Energien im Hinblick auf mehr Wettbewerb und im Hinblick auf mehr private Wirtschaftsformen den Schwerpunkt legen müssen. Das ist übrigens auch die Linie der Kommission. Wir wollen dann zweitens natürlich auch Kostenreduzierung. Die Energiewende hat dazu geführt, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Industrialisierung eine Tendenz umgekehrt haben, die seit der Erfindung der Dampfmaschine dadurch gekennzeichnet war, dass die Wertschöpfung vom Lande abgewandert ist in die industriellen Ballungs- und Verdichtungsräume. Die Fabriken wurden dort gebaut, die Kraftwerke wurden dort gebaut, die Leute lebten dort und dadurch wurde der ländliche Raum zum Subventionsempfänger. Es ist ja kein Zufall, dass die Europäische Union die Landwirtschaft seit den 60er Jahren so stark subventionieren musste, weil es andernfalls nicht möglich gewesen wäre, in den ländlichen Räumen ein vernünftiges Maß an Lebenshaltung aufrecht zu erhalten. Und nun haben wir mit der Energiewende erlebt, dass zum ersten Mal ein Teil der Wertschöpfung aus den Verdichtungsräumen wieder zurückgekommen ist. Nämlich die gesamten erneuerbaren Energien, die werden alle in der Fläche im ländlichen Raum produziert, dort wo Platz ist für Windräder, für Sonnendächer und für Biogasanlagen, aber eben nicht in der großen Stadt. Schauen Sie mal, wie viele Windräder es in Berlin gibt. Sie sind mit dem Zählen schnell fertig und ich glaube, es sind weniger als die Finger an den beiden Händen, die ich Ihnen zeige. Aber dafür ist umgekehrt in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein ein Windrad am anderen,
weil dort genügend Platz ist und weil sie dort niemanden stören und weil sie für die Leute, denen die Äcker gehören, Wertschöpfung bedeuten, die man gerne in der ländlichen Region hat. Das wird auch in Zukunft so bleiben, dass die Wertschöpfung in den ländlichen Regionen ist, aber die Goldgräberzeiten, die gehen zu Ende, Renditen von 10, 15, 20%, die es mal gegeben hat, die waren okay für die Phase der Einführung der neuen erneuerbaren Energien, die sind aber nicht okay für die Phase des Erwachsenwerdens, wenn wir 30, 40, 50% erneuerbare Energien haben, das kann nämlich niemand bezahlen. Und wenn man sagt, ja, was bedeutet das schon, wenn die Rentnerin im Monat 5 Euro mehr für ihre 5 Euro mehr für ihre Stromrechnung zahlen muss. Das bedeutet für die Rentnerin, die 900 Euro Rente hat, sehr viel. In meinem Möbelmarkt, der eine Cafeteria hat, gibt es für 2,50 Euro ein Stück Kuchen mit Sahne und eine Tasse Kaffee dazu. Und schauen Sie sich mal an, wie viele Rentnerinnen und Rentner dort ihre Freizeit gestalten, indem sie sich mit anderen dort treffen und gemeinsam Kaffee trinken und Kuchen essen. Und 5 Euro Strom im Monat mehr sind 2 Kaffeenachmittage für die Rentnerin weniger. Das ist bei Menschen, die mit ihrem Geld genau wirtschaften müssen. Und deshalb haben wir auch eine Verantwortung, dass die Energiewende nicht unsozial wird, indem sie ausgerechnet denen Kosten verursacht, die am wenigsten etwas dagegen tun können. Wenn der Thomas Bareis oder ich selber, wir verbringen die meiste Zeit dort, wo andere Leute den Strom bezahlen. Ja? Aber meine 87-jährige Mutter, die ist seit ihrem Sturz fast den ganzen Tag zu Hause, die ist aufs Fernsehen angewiesen und auf viele, viele andere Dinge und die muss das dann mit ihrer Rente bezahlen. So, was ich mir von Europa als letztes wünsche, ist vor allen Dingen dann entsprechende entsprechende Verlässlichkeit auch und Planungssicherheit, denn das ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir darüber reden, dass in Deutschland und anderswo es eine Investitionsschwäche im privaten Bereich gibt, das heißt, dass die Ausrüstungsinvestitionen der Industrieunternehmen nicht das widerspiegeln, was sie aufgrund des guten Wachstums eigentlich widerspiegeln müssten, dann hat das weniger zu tun mit aktuellen Problemen, die sind nämlich gar nicht da in dem Maße, sondern es hat damit zu tun, dass die Leute sagen, wenn ich jetzt ein neues Werk baue, das 30 oder 40 Jahre halten soll, wer weiß, ob ich in 20 Jahren den Strom noch bezahlen kann. Und das ist ein Argument, das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen den Menschen die Botschaft geben, jawohl, ihr könnt ein Werk bauen, das 30 Jahre lang produziert und es werden eure Produkte nicht deshalb unwirtschaftlich sein, weil der Strom sich in dieser Zeit nochmal verdoppelt in dem, was er kostet. Und das, glaube ich, müssen wir nicht nur für Deutschland leisten, wir müssen es für Europa leisten. Ich bin auch überzeugt, wenn polnische Freunde hier anwesend sind, ich bin auch überzeugt, dass in Polen, wo es so viel Kohle gibt und wo Polen wie jedes andere Land das Recht hat, seinen Energiemix zu bestimmen, aber auch dort wird die allermeiste Kohle im Boden bleiben, weil sie dann, wenn sie zu Umwelt- und Sicherheitsbedingungen produziert wird, wie das in anderen europäischen Ländern ist, dann wird sie nicht wettbewerbsfähig sein gegenüber der Kohle auf den Weltmärkten. Und die Kohle auf den Weltmärkten wird sicherlich nicht sich verbrannt werden bis zum letzten Zentner Kohle, weil, und das haben wir schon bei G7 in Elmau erkannt, die fossilen Energieträger im Laufe des Jahrhunderts. Das ist für viele Umweltschützer eine sehr vorsichtige Formulierung. Ich sage Ihnen aber, für die Ölkonzerne und für die Kohlekonzerne in Australien und in Kanada ist das eine ganz wesentliche Ansage, weil sie sagen, wenn es ein Phasing-out geben wird aus den fossilen Energieträgern bis zum Ende des Jahrhunderts, dann bedeutet das nicht mehr und nicht weniger, als dass der größte Teil der fossilen Energieträger im Boden bleiben wird und nicht in irgendwelchen Kraftwerken oder Automotoren verbrannt wird. Und deshalb ist das sozusagen ein Punkt der Planungssicherheit, den wir von Elmau ausgehend mit dem Pariser Abkommen international gegeben haben. Über Österreich habe ich, ohne Österreich zu nennen, bereits die Punkte gesagt. Wir sind sehr an Zusammenarbeit orientiert. Wir sind allerdings auch der Auffassung, dass wir die Redispatch-Kosten in Grenzen halten müssen. Und dann werden wir auf europäischer Ebene in den nächsten Monaten über die Reform des Emissionshandels diskutieren. Da kann ich gerne noch in der Diskussion darauf eingehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die Industrie. Und wir haben seit der Verabschiedung des Klimaschutzplans eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung
Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, Kanzleramt für die Verhandlungen zur Reform des ETS. Und wir werden alles tun, damit diese Vorstellungen, soweit es geht, auch in diese europäischen Reformbemühungen einfließen werden. Sie sehen, es wird in Europa nicht langweilig werden. Die Europäische Union sieht ihre Verantwortung. Die Kommission ist in Gesprächen mit den Mitgliedstaaten auch zu konstruktiven Lösungen bereit. Das haben wir gesehen, als wir die beihilferechtlichen Fragen für das EEG 2014 und 2016 klären mussten. Das war kein einfacher Prozess, zumal die Energiegeneraldirektion nicht diejenige ist, die über die beihilferechtlichen Fragen entscheidet. Das ist aber auch in allen anderen Bereichen so. Und deshalb haben wir in langen Gesprächen mit der Kommission dafür gekämpft, dass beispielsweise die Eigenproduktion von Strom auch in Zukunft für die Anlagen, die es schon gab, die Bestandsschutz haben, nicht belastet wird, weil das ansonsten dazu geführt hätte, dass wir gerade in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie und anderswo erhebliche Probleme gehabt hätten. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt sehr, sehr vieles, was wir vernünftig regeln müssen. Wenn Sie das tun und sich dafür einsetzen, dann wird es vielleicht nicht in der FAZ auf Seite 1 als Schlagzeile einen großen Bericht geben, aber eines kann ich Ihnen versprechen, im Kanzleramt sitzen Herr Horstmann und Frau Palaska, im Kanzleramt sitzt Herr Altmaier und im Kanzleramt sitzt die Bundeskanzlerin. Alle genannten interessieren sich in außerordentlich großem Maße für das Gelingen der Energiewende und das Zustandekommen marktwirtschaftlicher Lösungen. Und deshalb freuen wir uns auf eine spannende Diskussion und auf eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Altmaier. Das war der ganz große Überblick von Kaffee und Kuchen bis Emissionshandel. Alles dabei, anschaulich und gut nachvollziehbar. Wir diskutieren weiter, gehen in die Details. Das Thema Gasversorgungssicherheit steht dabei im Vordergrund. Ich darf noch mal kurz hier das Panel vorstellen. Also eingerahmt von Herrn Bareis und Herrn Hohlmeier sitzen hier Spencer Dale, Chefökonom von BP. Zu meiner Linken und neben mir Ulf Heidmüller, Vorsitzender des Vorstandes der Verbundnetz Gas AG. Neben mir zu meiner Rechten Elmar Mamedov, Chef von Soka in Deutschland. Dann Janusz Reiter, Ihnen vielleicht auch noch bekannt und in Erinnerung als polnischer Botschafter in Deutschland, heute Vorsitzender des Center for International Relations in Warschau. Und Mechthild Wörsdorfer, Direktorin für Energiepolitik bei der Europäischen Kommission. Ja, fangen wir an, Frau Wörsdorfer. Wie wird die Gasversorgungssituation Europas noch robuster, als sie es schon ist? Ja, vielen Dank. Also ich freue mich, hier heute da zu sein. Vielleicht darf ich einleitend ein paar Worte sagen, weil es doch schon einige Hinweise gab, dass wir diese Woche unser sogenanntes Winterpaket publizieren werden, als Kollegium mit allen Kommissaren zusammen. Es ist damit praktisch 90%, was wir in der Energieunion als eines unserer Prioritäten vorgesehen haben, auf dem Tisch. Das wird uns dann noch weitere Jahre beschäftigen im Rat und Parlament. Aber es geht tatsächlich darum, wie können wir es schaffen, mehr Investitionen, Investitionssicherheit, Arbeitsplätze zu schaffen mit Themen wie Energieeffizienz, Erneuerbare, Strommarktdesign und Governance. Also das ist ein extrem komplexes, aber auch kohärentes Paket, wo wir jetzt in den letzten Zügen sind, in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen. Und ich glaube, damit haben wir dann auch eine gewisse Sicherheit für Planung von Investitionen. Wir haben das Thema seit über 2 Jahren vorbereitet. Also von daher, denke ich, gibt es dann auch noch genug Diskussion dazu. Früher aber, im Februar, hatten wir schon zu dem Thema Versorgungssicherheit was vorgelegt. Und darum geht es jetzt gerade in diesem Panel, weil auch uns ist natürlich immer gelegen, die Balance zwischen Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und auch Klimaschutz zu schaffen. Beim Thema Versorgungssicherheit geht es ganz konkret um eine Verordnung zur Gasversorgungssicherheit, die jetzt in dem interinstitutionellen Prozess und auch nächste Woche auf dem Energieministerrat nochmal diskutiert wird. Es geht um Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten, Intergovernmental Agreements, es geht um LNG und es geht um den Heizungssektor. Das Paket an sich hat zum Thema, was jetzt durchschnittlich für alles gilt, mehr regionale Zusammenarbeit, mehr Solidarität, besonders wenn es kritisch wird, den LNG-Markt weiter zu fördern,
und aber auch das Ganze mit den Nachbarstaaten im Einklang eben diese Versorgungssicherheit und die Diversifizierung in Europa zu schaffen. Europa importiert 74% seiner Energie. Gas spielt eine besondere Rolle, auch in der Zukunft. Die einheimische Gasproduktion geht zurück, besonders in Holland, in den Niederlanden. Aber das heißt, wir sind weiterhin auch in Zukunft abhängig von Gasimporten. Unsere Szenarien legen nahe, dass mindestens bis 2030 Gasimporte stabil, vielleicht sogar leicht ansteigend sind, vielleicht bis 2040 und danach wieder stabil. Also wir brauchen weiterhin Gasimporte. Gas bleibt in unserem Energiemix bei 24-25%, hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sich die anderen Themen wie Energieeffizienz insbesondere entwickeln. Es ist aber das einzige fossile Brennstoff, was in dieser Stabilität bleibt, alle anderen gehen zurück. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen Importe, aber wir müssen sehen, dass wir diversifizieren. Ungefähr fünf, sechs Mitgliedsländer sind abhängig von einem einzigen Supplier. Und deswegen haben wir eben den Schwerpunkt gesetzt auf diese Diversifizierung. Da kann ich ein paar Namen nennen, dann gibt es die Diskussion danach. Wir haben den Southern Gas Corridor, wir haben Liquid Gas Hubs in der Mittelmeerregion. LNG, habe ich schon erwähnt, ist ein Markt, der 13% der Gasimporte 2015 abgedeckt hat. Das heißt, die Gasimporte kommen in Europa ungefähr ein Drittel von Russland, ungefähr ein Drittel von Norwegen, 13% mittlerweile LNG. Und das ist ein Markt, der weiterhin wächst. Aber auch dazu brauchen wir mehr Interkonnektoren. Das haben wir schon besprochen. Einerseits von Drittländern, aber auch ganz wichtig innerhalb der EU. Die LNG-Terminals, es wurde schon von Herrn Altmaier angesprochen, sind oft nicht völlig genutzt. Die sind im Süden, in Spanien zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen bessere Interkonnektoren zwischen Spanien und Frankreich, aber auch hauptsächlich in Südosteuropa. Wir haben einiges erreicht. Wir haben zum Beispiel Finnland-Estland, Balticconnector im August geschaffen. Das heißt, für Finnland ist diese Abhängigkeit reduziert. Polen-Litauen und zum Beispiel auch den LNG-Terminal in Litauen auch, der dann zu mehr Konkurrenz führt und auch positive Auswirkungen hat auf die Preise. Ein Kommentar noch zu Ukraine. Ukraine ist natürlich für uns ein sehr wichtiges Transitland. Wir hatten diese Woche einen EU-Ukraine-Gipfel mit einer Unterzeichnung, ein neues Memorandum of Understanding, wo wir weiterhin auf die Reformen, die schon zum Teil gut angegangen werden, besonders was den Gassektor angeht. Das dritte Paket Gas wurde von Ukraine umgesetzt, muss jetzt noch komplett implementiert werden. Also da passiert einiges Positives, wo natürlich auch zu bemerken ist, dass noch einiges mehr zu tun ist. Also wie gesagt, Diversifizierung ist ein ganz großes Thema und da muss man an verschiedenen Stellen ansetzen. Und das ist uns mit dem Paket, was wir im Februar vorgelegt haben, wo es dann ganz konkret um regionale Zusammenarbeit geht, um Solidarität und Diversifizierung schon relativ weit fortgeschritten. Frau Wörsthoff, erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Grundsätzlich könnte man ja der Meinung sein, je mehr Gas nach Europa kommt, desto besser. Gibt es also gutes und schlechtes Gas oder etwas konkreter gefragt, was ist dann dagegen einzuwenden, wenn es Nord Stream 2 gibt? Nord Stream 2 ist eine Entscheidung, die von den Firmen getroffen worden ist. Für uns ist es natürlich erstmal politisch in der Tat nicht unbedingt im Einklang mit der Diversifizierung. Nord Stream 2 würde bedeuten, dass 80% des Gases aus Russland über einen Weg oder über zwei Wege, Nord Stream 1 und 2, direkt nach Deutschland käme. Von daher prüfen wir das. Wir prüfen natürlich das auch, inwieweit es auf EU-Territorium rechtlich klar umgesetzt werden muss, auch ökonomisch. Wie gesagt, gibt es ein paar Bedingungen, die wir schon öfter dargelegt haben. Und von daher ist Nord Stream 2 nicht unbedingt Teil unserer Linie, was jetzt Diversifizierung angeht, aber es ist ein kommerzielles Projekt. Kurze Nachfrage, noch eine letzte jetzt direkt zu dem Thema. Die Bundesregierung vertritt ja eine andere Position. Die kann man doch eigentlich auch teilen. Also sie sagt,
Namentlich, Herr Gabriel, das ist ein wirtschaftliches Projekt. Was sollen wir uns da einmischen? Wenn sich das irgendwie rechnet, bitteschön. Was ist dagegen einzuwenden? Wie gesagt, es gibt auch andere Meinungen zu dem Thema. Wir haben hier noch Vertreter von anderen Mitgliedsländern, vom Europäischen Parlament. Unser Vizepräsident, unser Kommissar haben sich dazu auch geäußert in mehreren Runden. Also ich glaube, so ganz einfach kann man das nicht darstellen. Also es ist schon eine Debatte wert, die aber wirklich politisch begründet ist, wobei wir jetzt die ökonomischen, juristischen Untersuchungen machen und es ist ganz klar nicht in Linie von Diversifizierung. Danke. Herr Reiter, ein Wort zu Nord Stream 2. Passt Ihnen das ins Konzept, das Projekt? Vielen Dank. Ja. Oh ja. Vielen Dank für die Einladung. Um Ihnen zu zeigen, wie sehr wir in meinem Land das nationalstaatliche Denken bereits überwunden haben, sage ich Ihnen, ich schließe mich der Meinung der Kommission vorbehaltlos an und ich vertrete sie nun noch mehr sozusagen. Nein, es ist selbstverständlich, um im Ernst zu sprechen. Ich glaube, diese Frage ist ein Teil einer etwas größeren Frage, und zwar einer grundsätzlichen Frage. Und zwar das ist die Frage, wie ist unser Verhältnis zu der Außenwelt? Die Europäische Union hat sich in der Krise gerade als nicht gerade weltkompatibel gezeigt. Sie ist anders konzipiert worden als der Rest der Welt. Und sie wird jetzt von dem Rest der Welt eingeholt und sie wird gezwungen, sich entweder anzupassen, aber einen Umgang mit dieser Welt zu lernen, oder sie wird scheitern. Und das zeigt sich in vielen Ebenen. Das ist in der Flüchtlingspolitik, aber auch eben in der Energiepolitik. Man kann einfach nicht leugnen, dass die Welt anders tickt als die Europäische Union. Und man kann, glaube ich, sich nicht der Illusion hingeben, dass wir von einer schönen, total entpolitisierten Energiepolitik in Europa, das gibt es nicht. Auch wenn wir das so wollen, die anderen, es gehören zwei zu dem Tango, die anderen wollen das nicht. Insbesondere das Land, das hier für uns von besonderem Interesse ist, Russland, will das nicht. Das Land hat das oft gezeigt und das müssen wir, glaube ich, zur Kenntnis nehmen. Und ich will noch eins hinzufügen, es wird in der Zukunft nicht einfacher werden, wegen der Veränderungen, die wir zurzeit in Amerika erleben. Wenn Amerika ausfällt als die Garantiemacht der internationalen Energiewirtschaft, dann wird das auch Konsequenzen haben für Europa. Amerika war bisher das einzige Land, die einzige Macht, die nicht nur ihre eigene Versorgungssicherheit garantiert hat, sondern sie hat auch einen Beitrag geleistet zur globalen Energieversorgung. Unbefriedigend oft, aber ich glaube, wir unterschätzen oft, wie viele von den sogenannten Public Goods Amerika geliefert hat an die ganze Welt. Wenn Donald Trump jetzt diese Politik in Frage stellt, wird das eine Schockwelle sein, die uns in Europa bald auch erreichen wird. Und die wird aber bedeuten, dass wir uns umso mehr dem Reality-Check stellen müssen, denn es wird dann wirklich ernst für uns Europäer. Vielleicht, bevor wir darauf nochmal eingehen, Herr Reiter, nochmal einmal einen Schritt zurück. Herr Dale, die Europas Gasversorgungssituation ist der Ausgangspunkt der Debatte. Wie stellen Sie sich diese Gasversorgungssituation Europas im Idealfall vor? Was ist für Ihr Unternehmen, was sind die relevanten Faktoren? I'm going to apologize. I'm going to speak in English. Apologies, my German is appalling. I think I'd like to start by making the observation that energy security is not defined by where you buy your energy from. Europe buys as much of its oil from Russia as it does its gas. But we don't have a conversation about the energy security issue associated with buying lots of oil from Russia. Why? Because there's a global market for oil. And so the security comes from the fact that you know if anything were to happen from that first supply source,
there's a global market which you can go to. So key point number one is energy security is not defined by where you buy your energy, it's defined by your ability to switch and find an alternative source. It seems to me that's where liquefied natural gas has a very key role to play, in the sense that liquefied natural gas means we will increasingly see an integrated market, a globally integrated market for gas. Does that mean Europe should buy and purchase lots of its gas via LNG? I would argue no. Liquefied natural gas is very expensive. You have to produce it in one part of the world. You then have to liquefy it. You have to put it on a ship and a vessel. You have to take that vessel halfway across the world, and then you have to regasify it. If you have a neighbor that lives just to the north of you with huge amounts of gas and ready for pipelines, then it makes sense to use that source of gas. But liquefied natural gas can provide your alternative source should you need it. It can act as an insurance policy. And so there, in that context, I think I disagree with Dr. Altmaier. In a sense, I think it could be quite rational to see lots of regasification facilities not being fully utilized most of the time in Europe, because the key part there is they are your alternative source. If they exist, then it's quite fine for us to carry on in Europe enjoying cheap gas from our European, from our northern neighbors in Russia, knowing that just as with oil, if anything were to happen, we could go to that alternative market. So I guess my key point of emphasis is to think, when thinking about energy security, don't think about diversification in terms of trying to buy from lots and lots of different sources, but think about the ability to switch if anything should happen. And that seems to me a crucial thing when thinking about the design of energy security. Vielen Dank. Herr Mamedov, jetzt kommen Sie ins Spiel. Also wenn wir darüber reden, wo könnte das Gas noch herkommen, dann ist der südliche Korridor auf jeden Fall eine Überlegung und auch von der EU-Kommission als solche adressiert und erwünscht. Da kann Frau Wörsdörfer sicher gleich auch noch einen Satz zu sagen. Vielleicht schildern Sie einfach mal, das weiß auch sicher nicht jeder hier im Raum, was Ihr Unternehmen macht, wie weit Sie sind und wann denn das erste Gas aus Ihrem Land dann in Italien ankommt. Lieber Herr Barreis, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Socrat zählt derzeit 52.000 Mitarbeiter weltweit. Seit 2007 wir exportieren Erdgas. Mit unseren internationalen Partnern, wie zum Beispiel British Petroleum, unser langfristiger und wichtiger Partner, fördern wir derzeit rund 29 Milliarden Kubikmeter Gas. Bis 2020 wird die Förderung auf 50 bis 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr steigen. Lieferprobleme werden wir nicht bekommen. Bestätigt sind für Aserbaidschan derzeit 2,55 Millionen Kubikmeter Gasreserven und Experten vermuten sogar bis zu 6 Billionen Kubikmeter. Die Erdölreserven Aserbaidschans betragen über 2 Milliarden Tonnen, einschließlich Gaskondensat. Die Erdölförderung Aserbaidschans im Jahr 2015 lag bei 41,5 Millionen Tonnen. Aserbaidschan ist derzeit auf Platz 5 der Rohöllieferanten Deutschlands. Das Megaprojekt in der Geschichte Sokars ist natürlich der südliche Gaskorridor. Wir investieren hier mit unseren Partnern ca. 45 Milliarden Dollar. Was tun wir genau? Wir erweitern die Südkaukasus-Pipeline von Baku über Georgien in die Türkei. Wir bauen die transatlantische Pipeline, kurz TANAP, von der georgisch-türkischen Grenze bis zur Grenze Türkei-Griechenland. Die transadriatische Pipeline, kurz TAP, verbindet dann Griechenland über Albanien mit Italien. Der Gaskorridor ist ein internationales Großprojekt. Im Februar 2016 tagte der Southern Gas Corridor Advisory Council in Baku.
Das ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und Aserbaidschans. 12 Minister nahmen teil. Aus Georgien, der Türkei, Albanien, Griechenland, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Italien, Großbritannien, den USA und der EU. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini brachte es auf den Punkt. Der südliche Gaskorridor ist ein wesentlicher Bestandteil der EU-Strategie zur Energiesicherheit. Von einer Diversifikation der Energiequellen kann man nur sprechen, wenn Europa mit Erdgas aus neuen Ländern versorgt wird. Und genau das leistet der südliche Gaskorridor. 2020 ist es soweit, dann hat Europa mehr Auswahl, was die Erdgasanbieter angeht. Losgehen wird es mit 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr aus Aserbaidschan für die EU. Dieser südliche Gaskorridor ist tatsächlich ein Megaprojekt. 3.500 Kilometer Erdgaspipeline verbinden 7 Ländern von Aserbaidschan bis Italien. Es ist ein Projekt, das im Plan liegt, mit 162 Zulieferern aus 23 Ländern. Schönen Dank. Vielleicht eine Nachfrage. Die 10 Milliarden Kubikmeter, Sie haben es ja gerade erwähnt, stehen am Anfang. Das ist im Vergleich zu Nord Stream, da reden wir über 55 Milliarden Kubikmeter, ja nur recht wenig. Ist das skalierbar? Gibt es schon weiterführende Pläne, die einigermaßen konkret sind? So, der Design von Pipelines ist so ausgelegt, dass wir können dann auf 31 Milliarden Kubikmeter Gas erweitern und TAP auf 20. Frau Wörsdorfer, vielleicht skizzieren Sie auch mal aus Sicht der EU-Kommission, wie diese Kooperation aussehen kann, wie die weiter mit Leben gefüllt werden kann und welche Bedeutung dann Aserbaidschan haben wird, langfristig. Ja, wie gesagt, das ist Teil dieser Diversifizierungsstrategie, wobei es um Diversifizierung, um Routen, Ressourcen und Suppliers geht. Und das ist jetzt ein Beispiel, das wir sehen, und das haben wir dann auch im Gespräch mit Aserbaidschan und unser Vizepräsident und Frau Mogherini waren dabei im Februar, um das Ganze zu lancieren. Wir unterstützen das als ein Beitrag zu dieser Diversifizierung. Und wie gesagt, die Chancen, dass es jetzt 2020 kommt, stehen sehr gut. Wir sind auch mit den betroffenen Mitgliedsländern im Gespräch. Sobald es irgendwelche Hürden gibt, juristischer Art, die das Projekt vielleicht doch verzögern können, sind wir immer bereit, da zu helfen. Also es ist ein unserer Hauptdiversifizierungsprojekte, aber nicht das einzige natürlich. Also wir sehen da auch andere Möglichkeiten, die ich vorhin erwähnt habe. Wie ist der Einfluss der Preise eben auf dem Öl- und Gasmarkt zu sehen? Also da ist ja die Entwicklung nun so, dass es möglicherweise nicht mehr besonders lohnenswert erscheint, solche großen Projekte noch anzustoßen. Vielleicht können Sie dazu noch einen Satz sagen. Also eigentlich die Verfall von Erdölpreis hat uns geholfen, weil bei TANAP war die Gesamtsumme aller Kapitalkosten abhängig vom Schnellpreisindex. Und wir haben kräftig gespart, weil alles, was um die Ölindustrie sich bewegt, ist auch preiswerter geworden. Also wir haben Glück in Unglück gehabt, wir haben wirklich in dieser Bauphase Geld gespart. Und zwar heftig. Ich kann eine Zahl nehmen, also wir haben zum Beispiel bei TANAP, wir haben 3 Milliarden Dollar gespart. Ende 2013 war 11,3 Milliarden Dollar und im September 2016 8,5. Und auch bei SCP, Südkaukasische Pipeline, es wurde geplant 5,3 Milliarden und tatsächlich jetzt 4,8 Milliarden. Also 500 Millionen haben wir gespart. Herr Dale, aus Ihrer Sicht, wie rentabel sind solche Projekte noch, wenn neue Pipelines zu bauen, ist das noch interessant, wenn der Preis für Gas und auch für Öl so verfällt? I think the outlook for gas in Europe
is similar to the outlook for gas in many parts of the world. In a sense, it's likely to be the fastest growing fossil fuel. Within Europe, our view is very similar to the Commission's. A combination of a continued switch away from coal and oil into renewables and gas means demand for gas within Europe is likely to increase. At the same time, domestic production or production of gas within Europe is likely to decline because many of the fields within Europe are aging and are likely to decline quite significantly over the next 20 years. And hence, there is going to be an increasing need for imported gas in Europe over the next 20 years. And then I think a variety of alternative sources, be it via pipelines from Russia, pipelines from alternative sources, BP is a major partner in terms of the Southern Gas Corridor, or via LNG, are still likely to be significant. And I think this is true more generally across the world. Natural gas has a major role to play as a transition fuel towards a lower carbon world. As it substitutes for coal and more generally acts as a complement to renewable energy within the power sector. We need an alternative source of energy to produce power when the wind is not blowing and the sun is not shining, and gas provides a clean and efficient way of doing that. And I think that underpins the continued investment we will see in infrastructure, not just in Europe, but around the world. Herr Heidmüller, für Ihr Unternehmen, wo kommt das Gas her? Langfristig, mittelfristig, langfristig, wo kommt es im Moment her? Und dann vielleicht sollten wir dazu auch mal übergehen zu der Frage, wo sind überhaupt die Anwendungsbereiche noch? Man könnte ja zum Beispiel den Eindruck haben, dass es, also für Gaskraftwerke sind irgendwie nicht die Erfolgsmodelle, im Moment jedenfalls, das kann sich auch ändern. Ist Mobilität ein Absatzmarkt der Zukunft und wie müsste das politisch auch noch getriggert werden? Vielleicht mal drei einführende Sätze dazu von Ihnen. Ja, vielen Dank erstmal. Und vielen Dank nochmal an Herrn Barras für die Einladung. Ich nehme das sehr gerne wahr. Ich bin jetzt seit 8 Wochen in dem Job, von daher auch noch relativ neu und finde solche Situationen hier immer klasseweise auch eine sehr günstige Ausbildungsmaßnahme für mich sind. Also ich lerne unheimlich viel. In dem Zusammenhang bin ich natürlich auch sehr bestärkt darin, dass der Job, den ich jetzt genommen habe, einfach klasse ist, weil Gas ist offensichtlich die Wachstumsgeschichte des Jahrhunderts. Fühlt sich manchmal ein bisschen anders an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich bringe einige Aussagen auch manchmal nicht ganz zusammen. Also Sie haben Ihren Humor jedenfalls noch nicht verloren in den ersten 8 Wochen. Das wird auch nicht passieren. Aber jetzt im Ernst, also ich sag mal, was mich ein bisschen irritiert an der ganzen Diskussion, muss ich sagen, ist, dass wir auf der einen Seite darüber reden, dass wir Infrastrukturprojekte machen wollen und in der Natur von Infrastrukturprojekten ist es natürlich, dass wir über sehr lange Investitionszyklen reden. Einfach nur mal als Erinnerung, ne, in Deutschland die Regulierung sieht vor, dass wir über 55 Jahre abschreiben. Das heißt, wenn ich nächste Woche ein Investitionsprojekt für unseren Pipeline-Betreiber für die Ontras machen soll, dann werde ich 55 Jahre warten müssen, bis ich das Geld wieder in der Kasse habe. Erstmal per Regulierung. Auf der anderen Seite sehe ich politische Tendenzen, die darauf hinauslaufen, dass wir versuchen, eine dekarbonisierte Welt herzustellen. Das kann ich per se erstmal unterschreiben und nachvollziehen. Aber das muss ich irgendwie zusammenbringen. Und ich glaube, diesen Zusammenhang, den wir in Deutschland sehen, den kann ich halt auch nahtlos auf die europäische Situation transferieren. Und so sehr ich es schätze, sag mal, dass wir über Diversifizierung reden in dem Zusammenhang, so sehr sehe ich auf der anderen Seite, dass wir halt im Bereich Kälte- und Wärmepolitik eher Tendenzen sehen, wo wir halt auch sagen, ich meine, Gas ist zwar der beste fossile Energieträger, aber es ist ein fossiler Energieträger und dementsprechend versuchen wir ihn so schnell wie möglich aus dem Markt zu dringen. Von daher sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so rosig in die Zukunft, wie das hier momentan geklungen hat und bin eher ein bisschen skeptisch, was die Gesamtsituation angeht. Für mein Unternehmen kann ich sagen, und auch da stand ich ein bisschen aus der Reihe, wir sind seit 46 Jahren, beziehen wir Gas aus Russland, sehr stabil. Von daher kann ich, also diese Diskussion, die ja so ein bisschen anklang mit gutem und schlechtem Gas, gibt es das eigentlich und muss man da nicht diversifizieren? In der Diktion, das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, weil in der Tat, sagen wir, seit 46 Jahren, das heißt also auch zu den Hochzeiten des Kalten Krieges, kann ich nur sagen, haben wir in Europa keine Ausfälle zu verzeichnen gehabt, was russische Lieferung von russischem Erdgas angeht. Auf der anderen Seite, und das sage ich den Russen auch immer wieder, haben wir auch immer pünktlich bezahlt. Ich glaube, das ist die andere Seite der Medaille. Also hier sieht man eine echte Win-Win-Situation, die letztlich für stabile Verhältnisse gesorgt hat. Ich glaube, wir tun gut daran, auch perspektivisch nach vorne das aufrechtzuerhalten, denn das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Je enger man die Wirtschaftsströme miteinander verzahnt,
desto einfacher ist es halt auch miteinander zu reden, auch über andere Themen. Das hat, glaube ich, in der Vergangenheit ganz gut funktioniert und ich glaube, wir würden gut daran tun, das auch nach vorne weiter zu treiben. Aber nochmal die Nachfrage, das Gas, das Sie den Russen abkaufen, wie soll es denn eingesetzt sein? Sie sprechen von den politischen Unsicherheiten. Wenn Frau Hendrik sich mit ihrem Klimaschutzplan durchgesetzt hätte, hätte man wahrscheinlich bald über ein Verbot von gasbetriebenen Heizungen ab 2030. Ab 2030. Also diese Unwägbarkeiten, auch Mobilität ist ein schwieriger Fall, weil E-Mobilität nur das große dominante Thema ist und für den Übergang Gas da keine Rolle zu spielen scheint. Wie versuchen Sie das, diese Probleme zu meistern? Das ist ja nun nicht trivial. Sie müssen ja Ihr Gas irgendwie verkaufen. Wovon gehen Sie aus? Also zum einen, glaube ich, wird Gas jetzt schon und in zunehmender Größenordnung halt eine Rolle in der Prozessindustrie, also sprich als Feedstock für die chemische Industrie spielen. Das ist heute schon ein großer Zweig, der immer ein bisschen unter den Tisch fällt, der aber relevant ist und glaube ich auch zukünftig noch relevanter werden kann. Das Zweite ist in der Tat das Thema Heizung. Also ich glaube, da sollte man sich auch nichts vormachen. Das ist momentan ein wesentlicher Markt für uns, der Wärmemarkt. Das sollte er auch bleiben. Und so sehr es Sinn macht, sage ich mal, Häuser besser zu dämmen, final in Thermoskannen wollen wir auch alle nicht leben. Also von daher, ich glaube schon, dass da einfach eine weitere Rolle auch gespielt werden soll. In der Tat, wenn Sie über CNG reden, im Bereich der Mobilität, wenn man einen Lebenslauf mal anguckt hat, ich habe lange Jahre für Shell gearbeitet. Als Shell waren wir da auch sehr skeptisch und das habe ich einfach so in die DNA übernommen. Also von daher, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Thema Erdgasfahrzeuge immer schon. Ich glaube aber, dass das Erdgas und da in der Tat in der Form von LNG im Bereich der Binnenschifffahrt oder überhaupt der Schifffahrt und dem Schwerlastverkehr eine extrem gute Rolle spielen kann. Und das auch sehr schnell. Also von daher, ich glaube, da geht einfach eine ganze Menge. Und last not least, um das auch zu sagen, es ist natürlich so, dass wir im Strommix zurzeit, gerade auch in Deutschland, eine Situation gekriegt haben, wo aufgrund der Preisverhältnisse zwischen Kohle und Gas, das Gas aus der Stromerzeugung, da wo es nicht wärmegeführt notwendig war, nahezu verschwunden ist. Ja, und das war schlecht für die CO2-Bilanz und das war auch schlecht für den Gasabsatz. Das ist nichts, was langfristig so sein muss. Also auch hier sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass Gas in der Stromerzeugung eine deutlich bessere Rolle spielen kann. Frau Wörsdorfer, wollen Sie da vielleicht nochmal einen Satz zu sagen? Also welche Rolle spielt das Gas dann überhaupt? Insbesondere in der Stromerzeugung, möglicherweise auch in der Mobilität. Ja, also ich glaube, dass Gas in allen Bereichen eine weitere Rolle spielen wird, sowohl in der Stromerzeugung vielleicht, aber da sind die Chancen langfristig natürlich geringer im Verkehrsbereich. Der große Sektor, wo heutzutage Gas verbraucht wird, ist der Wärme- und Kältesektor. Da haben wir in unserer Wärme- und Kältestrategie gesagt, da lohnt es sich vielleicht auch mal zu schauen, ob es Alternativen gibt, wie die Erneuerbaren, die natürlich ansteigen, auch mittel- und langfristig. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Gasverbrauch wird hauptsächlich weiterhin in der Stromerzeugung als auch im besonders im Kälte- und Wärmebereich sein. Also da sehen wir zumindest in den nächsten 2030-Rahmen keine große Veränderung, vielleicht danach. Also da ist natürlich viel mehr Bewegung, besonders dann wahrscheinlich auch im Transportbereich. Aber dann geht es mehr um Elektrifizierung als um Gas. Meine Damen, meine Herren, schalten Sie sich ein. Nachfragen, Wünsche, Anregungen sehe ich im Moment zwei und sie sind hiermit eingesammelt und registriert. Wer sich noch anschließen will, immer jederzeit bitte melden. Ich möchte mal einmal zurück zum Ausgangspunkt, Herr Reiter, bei der Frage, woher das Gas denn nun kommen soll, ob zum Beispiel aus Russland oder dann doch eher über einen südlichen Korridor, spielte immer der Transit des Gases durch die Ukraine eine wichtige Rolle, auch aus Sicht der EU. Wenn man nun der Ukraine Einnahmen sichern will, ja, also wenn man sagt, dieses Land braucht das Geld, sonst damit es nicht völlig untergeht, wenn es aber energiewirtschaftlich viel effizienter ist, das Gas anders zu leiten, also etwa durch die Ostsee, dann wäre es doch eigentlich richtig und ehrlich zu sagen, wir bezahlen euch das Geld so, aber wir müssen nicht den umständlichen Transit in Kauf nehmen, der zudem noch störungsanfällig ist und investitionsbedürftig. Also zunächst einmal, wir haben bereits eine Entspannung der Situation in der Ukraine. Das haben die auch erwähnt, dadurch, dass es einmal gibt es in Europa, also es gibt zwei neue Faktoren, LNG und
den Reverse-Flow-Mechanismus. Dieser Mechanismus zeigt bereits seine Wirkung, auch in der Ukraine. LNG zeigt seine Wirkung in den baltischen Ländern, auch in Polen. Allein dadurch, dass Alternativen entstehen, fällt der Gaspreis, der russische Gaspreis für die Länder. Nur ist das eine nachhaltige Lösung? Ich glaube nicht, denn das sind Marktsituationen, die sich ändern können. Wir brauchen eine stabile Situation, in der es keine Sicherheitsgefälle gibt in Europa. Und die Frage ist, das ist eine politische Frage, betrachten wir die Ukraine als Teil des strategischen Europa oder als ein Land, das draußen vorne liegt? Ich meine, ich mache mir keine Illusionen. Wenn die Unabhängigkeit der Ukraine zur Disposition gestellt wird von ihrem Nachbarn, dann können wir militärisch als Europa nicht viel tun. Aber ich würde sagen, die gerade in der Wirtschaft und insbesondere in der Energieversorgung, das ist die Verteidigungslinie, die wir akzeptieren sollten. Alles andere wird uns nämlich viel teurer zu Kosten stehen. Und deshalb glaube ich, dass wir die Ukraine in unsere Planung mit einbeziehen sollten. Und insofern eben kann man diese Frage nicht, glaube ich, ganz unpolitisch beantworten. Frau Wörsdorfer, Herr Reiter hat das gerade auch angedeutet, Reverse Flow ist mittlerweile Alltag und das funktioniert wesentlich besser als noch vor ein paar Jahren. Wir haben darüber hinaus eine Menge LNG-Terminals, die, auch Herr Dale hat darauf nochmal hingewiesen, gar nicht ausgelastet sind. Also kann man nicht da doch sehr selbstbewusst sein und ist das System nicht schon sehr robust? Also ich glaube, wir haben viele Fortschritte gemacht und da gebe ich Herrn Reiter recht. Also durch diese Möglichkeit, was gar nicht so einfach war, sowohl technisch als auch in der Verhandlung, Reverse Flows von der Slowakei zum Beispiel in die Ukraine oder von Polen oder von Ungarn in die Ukraine zu schaffen, war bestimmt ein richtiger Schritt. Dass die LNG-Terminals dann auch als Möglichkeit, Druck auf die Preise zu machen, funktioniert hat, ist auch ein richtiger Schritt. Wir sind aber nichtsdestotrotz jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder, in Verhandlungen mit der Ukraine und Russland für den Winter. Das ist jetzt nicht das Winterpaket, was diese Woche kommt, sondern ist das Agreement mit den beiden, dass die Menge zu dem Preis auch tatsächlich geliefert wird. Bisher waren wir da immer erfolgreich. Die Ukraine steht auch dieses Jahr deutlich besser da. Erstmal sind die Speicher relativ voll und die Alternativen sind da. Das heißt aber nicht, dass wir mit Sicherheit behaupten können, dass es keine Krise geben kann. Ich würde auch dem Recht geben, dass Russland bisher immer geliefert hat. Also von daher wird trotzdem auf eine gewisse Sicherheit planen können. Nichtsdestotrotz, was wir jetzt versuchen zu erreichen, und das geht nämlich einen Schritt weiter, ist, dass wir eben sagen, wenn jedes Mitgliedsland mit den Nachbarn zusammen so eine Versorgungssicherheitsstrategie hat, im Notfall, ist es deutlich effizienter und auch deutlich billiger, als wenn jedes Land national nur einfach diese Versorgungssicherheit planen möchte. Und da sind wir gerade mit Deutschland, Frankreich und anderen jetzt im Gesprächen, wie gesagt, nächste Woche auf dem Rat, wo wir doch hoffen, dass es ein bisschen mehr Entgegenkommen gibt, da auch mit den Nachbarländern zusammenzuarbeiten. Wir haben da einen Vorschlag gemacht, wir sind auch zu Kompromissen bereit, aber es ist klar, wir haben da Stresstest-Szenarien gemacht, dass es zusammen für alle Beteiligten sicherer und billiger ist. Und diesen Gedanken, gerade im Gasversorgungssicherheit, zusammen mit der Solidarität, was wir da auch ansprechen, und der Transparenz, ist ein wichtiger Faktor. Und da hoffen wir doch, dass ein bisschen mehr Bewegung kommt, auch von den Mitgliedsländern wie Deutschland, da noch eine verstärkte Rolle zu machen. Dazu hätte ich genau noch eine Nachfrage, weil die deutsche Seite, also da ist man schnell bei der Position, wir haben hier hervorragende Speicher oder große Kapazitäten und sollen dann andere von profitieren. Also das ist ein sehr einseitiges Verständnis von Solidarität. So kann man das interpretieren? Was würden Sie dann entgegnen?
Ja, wie gesagt, also wir haben das Ganze durchgerechnet, auch Szenarien gemacht und es geht ja hier um den Notfall. Es geht ja nicht darum, dass wir das, also an sich hat sich der Gasmarkt in Europa sehr gut entwickelt, aber es geht um den Notfall, wenn kein Gas aus Russland kommen sollte oder der Transit über die Ukraine nicht. Also da hatten wir damals Szenarien gemacht. Basierend auf den Erfahrungen von diesen Szenarien haben wir Regionen definiert, die sich gegenseitig helfen könnten. Und da muss auch Deutschland in diesem Notfall bereit sein, seinen Nachbarn zu helfen. Das ist gerade die Debatte, die wir aktuell haben. Wir haben natürlich die Unterstützung von anderen Mitgliedsländern, aber eine gewisse Zögern noch, gerade bei Deutschland und Frankreich und anderen. Danke. Herr Dale. Just want to make the point. So I agree entirely that a key thing to begin with is to make sure that the market is robust within Europe. And a key point of a market being robust within Europe is there's a internal market for gas within Europe. The European Union is very good at completing internal markets. We have not yet completed the internal market for gas. And so getting interconnectors and reverse flows working is critical. Getting alternative sources of supply, like LNG, is critical. But I think at that point, we should all perhaps remember what Dr. Altmaier was stressing, which was saying, and then rely on the market. Viewed from here, it feels that Europe is heavily dependent on Russia for its exports of gas. When you go to Moscow, it feels like in Moscow it's heavily dependent on Europe for selling its gas. What we have observed over the last couple of years, as the LNG market has changed the gas market in Europe, Gazprom has responded to that, and its prices have responded to the market. The market works. And so I think my instinct would be, as an economist, get a robust market, which is exactly what we're trying to do in terms of an internal complete market for gas, just like we have other internal markets, and then allow the market mechanisms and market disciplines to work, because that will be by far and away the most efficient way for it to operate. And it does. There is very clear evidence over the last couple of years that Gazprom has responded to the change in market and has changed its structures accordingly. Drei Wortmeldungen habe ich mir hier notiert. Wenn Sie anfangen wollen, mit Mikrofon möglichst. Damen und Herren hier vorne, mein Name ist Michael Limburg vom Europäischen Institut für Klima und Energie. Die anderen Herrschaften haben mich schon mal kurz kennengelernt. Zunächst einmal denke ich, wenn ich das höre, was Sie hier alle von den Firmen von sich gegeben haben zum Thema Gas- und Versorgungssicherheit, dann bin ich zuversichtlich, dass das mit oder ohne EU-Hilfe auch gelingt. Etwas anderes ist es, wenn ich auf die Ausführungen von Herrn Altmaier zurückkomme, der den Grund für die ganze Veranstaltung uns plastisch vor Augen geführt hat, nämlich die drohende Klimakatastrophe. Zunächst hat er uns gesagt, Paris verpflichtet uns, 80-95% der CO2-Emissionen einzusparen. Da muss ich sagen, hat er den Vertrag nicht gelesen, 30 Seiten lang. Da steht kein Wort davon drin, da steht nur was von Einsparungen drin, völlig unquantifiziert. Was aber drin steht, sind zwei Zahlen. 2 Grad dürfen wir nicht überschreiten, bezogen auf eine unbekannte Zeit, vorindustriell, bezogen auf eine unbekannte Referenztemperatur und nochmal eine halbe Zahl, 1,5 Grad sollten es vielleicht besser sein. Und die zweite Zahl, viel präziser, 100 Milliarden Dollar müssen jährlich erbracht werden von dem Westen im Wesentlichen zur Umverteilung ab 2020 und ab 2025 möglichst viel mehr, also 500 Milliarden in der Größenordnung ist in der Rede. Das ist der Pariser Vertrag. Herr Kauder hat uns gesagt, wir sollten nicht nach hinten schauen. Das sagen Politiker immer dann, wenn die Vergangenheit vielleicht besser ist als die potenzielle Zukunft. Und deswegen habe ich mir trotzdem erlaubt, mal zu sagen, vor 30 Jahren genau wurde die Klimakatastrophe erfunden, meine Damen und Herren. Der Spiegel kam mit seinem Titelbild, der Kölner Dom unter Wasser. Und dann hieß es, 10 Jahre haben wir noch, 15 Jahre. Dann wurden 98 die Kyoto-Verträge beschlossen. Da hieß es, 5% weniger CO2-Emissionen sind unbedingt nötig. Seit der Zeit haben wir 40% mehr CO2-Emissionen weltweit als jemals zuvor. Und die Tendenz ist nach wie vor steigend. Wir haben einen Klimaschutzplan beschlossen, für Marrakesch mit vollen Taschen hingereist.
Und wir haben in der gleichen Zeit gehört, dass China 200 Gigawatt an Kohlekraftwerken bis 2020 zusätzlich bauen wird. Deren Ausstoß ist ungefähr 40% höher als all das, was Deutschland in einem Jahr hervorbringt, also 900 Millionen Tonnen. Aber in der gesamten Zeit, Herr Bareis, und das meine ich, ist der wichtige Punkt, haben wir zugelassen, dass die Gentechnik verschwunden ist aus Deutschland, dank der Grünen. Wir haben zugelassen, dass die Kernenergie verschwunden ist aus Deutschland, dank der Mithilfe nicht nur der Grünen. Wir haben zugelassen, dass die Versorger, eine sichere Bank für Pensionskassen, für Kommunen, für alle möglichen sicheren Renditeanlagen, de facto ein Schatten ihrer Welt, ihrer selbst sind und am Stock gehen. Und wir werden zulassen, dass die Automobilindustrie in diesem Lande verschwindet, wenn der Bundesrat sagt, wir brauchen eine Reduktion, wir wollen keine Verbrenner mehr ab 2030 haben. Ich sage es mal ganz platt, E-Mobile kann jeder Idiot bauen. Da brauche ich keine Hundertschaften, keine Zehntausendschaften von Ingenieuren, Facharbeitern etc. etc. Das heißt, die gesamte Automobilindustrie wird ebenfalls den Bach runtergehen. Und das, meine ich, kann nicht das Ziel einer Energiewende sein, zu dem eine Energiewende, wo uns alle Länder in diesem Lande nachfolgen sollen. Das möchte ich doch gerne mal feststellen, warum Sie das machen. Und meine Forderung vom letzten Jahr, lassen Sie uns doch mal überlegen, ob wir nicht mal zurücktreten, uns den Schaden ansehen, den wir angerichtet haben, den Nutzen dagegen stellen und sagen, wollen wir nicht mal ein Moratorium von 10 Jahren machen für das Aussetzen der Energiewende. Ich würde mich freuen, wenn Sie da zustimmen können. Danke. Herr Altmaier kann sich ja noch nicht wehren, weil er nicht mehr hier ist. Herr Bareis, wenn Sie das, nein, klar, wenn, wollen Sie einen Satz dazu sagen, sonst lassen wir es einfach als Anmerkung stehen, oder Herr Bareis? Also ich wollte eigentlich mehr zuhören, als dass ich mich einschalte heute, aber ich kann gerne dazu was sagen. Ich meine, wir sind ja auch in gewohnter, sagen wir mal, oder bekannter Form schon unterwegs. Die Wortmeldungen kommen ja öfter schon in diesen Energiedialogen, die wir haben. Auch zum Thema Klimaschutz. Klar ist sicherlich, dass wir, denke ich, uns immer überprüfen müssen, unsere Energiestrategie überprüfen müssen. Ich glaube, auch das müssen wir laufend tun. Wir haben derzeit auch natürlich Veränderungen in der Welt. Auch, ich glaube, wenn man mal rüberschaut, was in den USA derzeit passiert, Donald Trump hat hier auch gewisse Aussagen im Wahlkampf gemacht, die wir, sage ich mal, mit Interesse verfolgt haben, auch hier in Deutschland. Und ich glaube, wir müssen mal schauen, wie es in den nächsten paar Monaten auch die Klimastrategie in der Welt sich verändert. Und ich glaube, dass wir auch da laufend darauf reagieren müssen. Ich glaube, dass wir jetzt prinzipiell unsere ganze Strategie in Frage stellen müssen und dass wir auch durchaus mal Feinjustierungen vornehmen. Ich sage jetzt nicht, dass wir ein 10-jähriges Moratorium brauchen, wie Sie gesagt haben, aber durchaus ist, glaube ich, 20 wäre noch besser. Genau, ich würde mal sagen, dass wir uns mal schauen müssen, was passiert derzeit in der Welt. Wir müssen auch mit unseren Partnern in Europa darüber sprechen. Ich glaube, wir müssen uns stärker auf die Instrumente konzentrieren, die wir haben. Das habe ich auch schon mehrfach in dieser Runde gesagt, den ETS ernster nehmen. Ich glaube nicht, dass es hilft, dass wir nationale Klimaschutzpläne machen. Das ist auch, glaube ich, ein Irrweg. Auch das müssen wir eher wieder in Frage stellen, ob diese, sage ich mal, einerseits nationalen Zielsetzungen richtig sind und b, ob es richtig ist, dass wir auch so im Detail steuern wollen. Und ich glaube, dass es viel, viel wertvoller wäre, wenn wir uns zurückbesinnen würden, auch hier auf die Europäische Union, auch hier auf die Instrumente, die wir in der EU entwickelt haben. Und der ETS ist für mich das zentrale Element, wo wir es schaffen würden, die günstigsten CO2-Vermeidungskosten zu heben. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, mal stärker die Konzentration auf diesen Prozess zu legen, könnten wir viele, sage ich mal, viele Themen, die Sie bewegen, auch mal stärker wieder in den Mittelpunkt stellen. Und dann muss man schauen in Europa, wie viel wollen wir gemeinsam reduzieren. Es klappt auch nur gemeinsam. Auch da muss man sagen, 2,5% der CO2-Emissionen weltweit kommen aus Deutschland. Deshalb nützt es nichts, wenn wir alleine aussteigen. Deshalb, wir können nur das Thema vorantreiben, egal wie man jetzt, sagen wir, den Klimawandel selber sieht, wenn wir das europäische weltweit angehen. Und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk darauf, nicht Deutschland 100%, sondern lieber Europa gemeinsam auf Instrumenten auf europäischer Ebene. Und das sollte unser Hauptaugenmerk sein. Und vielleicht hilft uns, letzter Satz, Trump ein bisschen hier auch nochmal nachzudenken in Europa und auch in Deutschland, ob wir unter Betrachtung des Wohlstands- und Wachstumsmotors auch weiterhin hier auf diesem Weg fortführen können. Herr Dale, dazu ein Satz. I just wanted to. Darf ich Ihnen zur Hilfe dieses Bild geben? Darauf können Sie erkennen, wie die Realität ist. Können wir das bitte dann verschieben? I just wanted to reinforce a point that Mr. Bareis was making. Mr. Altmaier said
stress the importance of a market-based energy transition. This is hugely important for it to be a market-based energy transition because the scale of the transition which is happening will only be feasible if it's done in an efficient way, and then a market-based way is key to that. But then when I look at many much aspects of German energy policy, a vast majority of that is based on regulation. It is not based on a market-based structure. And the nature of regulation is not allowing markets to determine the transition. It's relying on policymakers being able to pick winners and losers over the next 30 or 40 years. That's an extraordinarily difficult thing to do for policymakers to do. And so I wish to re-emphasize the point about the importance of an ETS system. Market-based system is when you allow prices to work and allow markets to work out the best form, the most efficient way of doing any transition, not regulation. And I think a key aspect when challenging ourselves is to try and think about how, if we're truly going to have a market-based energy transition, that's a role for prices, and we need a role for the ETS, where the price of carbon gets above €5.30, where it was on Friday. Eine weitere Wortmeldung, bitte schön. Ja, ganz kurz, Rademacher Wintershall. Ich möchte auf eine Publikation hinweisen, die das eine Studie, die im Auftrag des Auswärtigen Amtes vor einem Monat veröffentlicht wurde. Und die hat eigentlich einen sehr schönen Dreiklang der Argumentation, was Nord Stream betrifft. Und da würde mich vor allen Dingen der Kommentar von Frau Wörsdorfer interessieren. Diese Studie betont, erstes Ergebnis, Nord Stream ist aus Sicht, nicht nur aus Sicht Russlands, sondern auch für den europäischen Verbraucher ein wirtschaftliches Projekt. Zweitens aber, das gilt nur dann und mit der Einschränkung, wenn sich Gazprom, wenn sich Russland sozusagen marktwirtschaftlich verhält und hier zu marktwirtschaftlichen Bedingungen spielt, in den Wettbewerb einsteigt, den Herr Spencer-Dale sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Und dafür wiederum, das ist sozusagen die Vollendung des Dreiklangs, ist die Voraussetzung, die die Kommission geschaffen hat, dass wir einen sehr gut funktionierenden, gut ausgebauten Binnenmarkt haben. Müssen wir vor diesem Hintergrund nicht eigentlich viel weniger Angst haben vor einem Projekt wie Nord Stream, weil es eben in dieser Situation heute entsteht, die eine ganz andere ist, als vor 5 oder 10 Jahren, als der europäische Binnenmarkt noch nicht so gut ausgebaut war. Danke. Ja, danke. Also ich glaube, der Binnenmarkt, wir haben sicherlich Erfolge, aber noch nicht ausreichend. Also gerade auch was im Gas im Südosteuropa angeht. Also ob es ein wirtschaftliches Projekt oder nicht ist, das müssen die Unternehmen entscheiden, die da investiert haben oder weiterhin investieren. Was zu Gazprom zu sagen ist, wir machen ja gerade die GD-Wettbewerbe und wir sind da voll eingebunden, eine Untersuchung auf 8 Märkten, wie weit das wettbewerbskonform ist. Das wird in den nächsten Wochen bekannt gemacht werden. Also von daher ist diese Prüfung zurzeit im Hause, findet statt. Und wie gesagt, unsere Haltung zu Nord Stream 2 ist, wenn es ein wirtschaftliches Projekt ist, das müssen die Teilnehmer entscheiden. Aber was wir hier ansprechen, von wegen Diversifizierung von verschiedenen Routen und Teilnehmern, was natürlich auch insgesamt zu mehr Wettbewerb führt und hat auch gezeigt, zum Beispiel LNG, in gewissen Regionen, gerade im Litauen oder im baltischen Markt, wo die Preise mit dem neuen LNG in Litauen um 20% geringer wurden, da wo die Preise am höchsten waren, nicht in Deutschland, sondern da auf den kleinen Märkten, hat das für Bewegungen gesorgt und dann muss man halt abwarten. Unsere Rolle ist natürlich dann auch zu gucken, und das prüfen wir, ob das auf EU-Territorium auch legal ist und wie weit da auch die Ukraine weiterhin ihre Rolle als Transitland vollfüllen kann. Danke. Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann könnten wir es schaffen, genau pünktlich fertig zu werden, was ja schon mal wunderbar ist. Wir hatten Ihnen ja heute Mittag ein bisschen was von der Mittagspause gestohlen. Das geben wir dann hiermit großzügig wieder zurück. Ich hoffe, wir haben so die gängigen Fragen zumindest mal angesprochen und ein paar Sachen auch etwas erhellt und Hintergründe beleuchtet. Schön, dass Sie hier vorne auf dem Podium mitgemacht haben und schön, dass Sie interessiert die Sache verfolgt haben. Und Herr Hohlmeier hat jetzt das Schlusswort. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe also die Ehre, diesen 8. energiepolitischen Dialog der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu beschließen. Zunächst möchte ich an Herrn Bareis, dir lieber Thomas, recht herzlich dafür danken,
dass in regelmäßig Abständen so hervorragend diese Energiedialoge durchgeführt werden und dass das sehr, sehr breit mit den verschiedensten Themen diskutiert werden kann. Wir leben ja insgesamt energiepolitisch gesehen in ganz spannenden Zeiten. Es hat zum Beispiel gestern die Volksabstimmung in der Schweiz gezeigt. Mit der Umsetzung der Energiewende, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir uns in Deutschland Großes vorgenommen. Ich sage immer, wir werden es schaffen, wir müssen es schaffen. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass alle Beteiligten aus Politik und Wirtschaft sich auf der steten Suche nach guten Lösungen regelmäßig austauschen. Und heute war so ein Tag. Danke den zahlreichen Experten am Podium, dass sie sich heute als Diskussionspartner zur Verfügung gestellt haben und unseren Dialog mit ihrem wertvollen Sachverstand bereichert haben. Danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie hier an diesem Dialog teilgenommen haben. Vielen Dank für Ihr Kommen. Bei der Umsetzung der Energiewende in Deutschland und auf der Suche nach guten Lösungen dürfen wir den Blick aber nicht nur auf unser eigenes Land richten. Wir müssen auch Europa schauen. Das haben wir heute gesehen, wie wichtig und wie notwendig das ist. Das hat der heutige Dialog in besonderer Weise gezeigt. Je enger die Energiemärkte Europas zusammenwachsen, umso wichtiger werden gemeinsame politischen Ziele und Regeln werden. Für eine erfolgreiche Energiewende brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Auch das haben wir heute gehört. Zusammen mit unseren europäischen Partnern wollen wir die richtigen Weichen stellen, um da auf dem eingeschlagenen Weg hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung weiter voranzukommen. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir die gemeinsame Energiepolitik im Rahmen der Energieunion in Europa weiter vertiefen. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass wir uns beim heutigen 8. energiepolitischen Dialog der CDU-CSU-Bundestagsfraktion der Zukunft der europäischen Energiebinnenmarktes gewidmet haben. Es kann insgesamt festgestellt werden, meine Damen und Herren, dass sich auf dem Weg hin zu einer Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes zwar schon vieles getan hat, es gibt aber noch viel zu tun. Genauso muss erkannt werden, dass es trotz der Fortschritte aber noch viel Arbeit gibt. In unseren heutigen Diskussionen wurden insbesondere Augenmerk auf die Bereiche Fortentwicklung des Strombinnenmarktes und Diversifizierung von Energiequellen, im Besonderen von Gas, behandelt. Diese Themenbereiche sind nicht nur mit Blick auf die Bezahlbarkeit, sondern auch auf die Versorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung. Das haben gerade Kauder und Altmaier mit angesprochen. In den dazugehörigen Foren haben wir viele Einschätzungen zu aktuellen Stand und Vorschläge dazu gehört, was in diesen Bereichen notwendig ist. Beispiele: Europäische Strommärkte wachsen enger zusammen. Das europäische Stromsystem wird flexibler. Die Energieversorgung entwickelt sich immer mehr von einer zentralisierten zu einer dezentralen Energieerzeugung. Wir müssen die Versorgungssicherheit europäisch gewährleisten. Dies ist auch kostengünstiger, haben wir gehört. Dazu brauchen wir gut ausgebaute Netze in Europa im Bereich von Strom und im Bereich von Gas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nehmen aus der heutigen Diskussion wichtige Anregungen mit. Ebenso ist aber auch eine wichtige Erkenntnis: Die Schaffung eines funktionierenden Energiebinnenmarktes wird auch in den kommenden Jahren ein zentrales Handlungsfeld für die deutsche und in besonderer Weise für die europäische Energiepolitik bleiben. Lassen Sie uns deshalb auch weiterhin im Gespräch bleiben. Ich danke nochmals für den sehr interessanten und konstruktiven Austausch von heute. Vielen Dank allen Teilnehmern am Podium. Vielen Dank allen Ihnen, die Sie gekommen sind und auch denen, mit denen diskutiert werden konnte. Und auch Ihnen, sehr verehrter Herr Stratmann, einen herzlichen Dank für die Moderation. Vielen Dank, und ich darf den Energiedialog beschließen. Dankeschön.